Liebe Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie ganz herzlich zur 41. Sitzung des Ausschusses Digitale Agenda und gleichzeitig zum öffentlichen Fachgespräch Gesetzgebung zur Netzneutralität, aktuelle Entwicklung. Ich begrüße alle ganz herzlich, die hier im Saal sitzen, die Vertreter aus den Fraktionen, die Vertreter der Bundesregierung, Landesvertretungen, aber insbesondere auch freue ich mich über das große Interesse hier im Saal und natürlich auch diejenigen begrüße ich, die den Livestream auf www.bundestag.de verfolgen. Ich begrüße sehr, sehr herzlich die Sachverständigen, die uns heute Rede und Antwort stehen wollen. Ein ganz herzliches Willkommen Herrn Dr. Wilhelm Eschweiler, Vizepräsident der Bundesnetzagentur. Ganz herzliches Willkommen. Ich begrüße außerdem sehr herzlich Herrn Dr. Bernhard Rohleder, Hauptgeschäftsführer des Bitkom e.V. Herzlich willkommen, Herr Dr. Rohleder. Ich begrüße Herrn Thomas Lohninger, Verein Initiative für Netzfreiheit, Bürgerrechte im digitalen Zeitalter. Auch Ihnen ein herzliches Willkommen. Und ich begrüße sehr herzlich Herrn Alexander Sander von der Digitalen Gesellschaft e.V. Herzlich willkommen. Und last but not least Herrn Dr. Ben Scott, Geschäftsführer der Stiftung Neue Verantwortung. Auch Ihnen ein herzliches Willkommen. Sie werden sich vielleicht wundern, dass diese Box hier aufgestellt ist in unserem Ausschussraum. Das ist nicht deswegen, dass wir eine Übersetzung brauchen, Netzpolitik Deutsch, Deutsch Netzpolitik, sondern das ist dafür gedacht, dass Dr. Scott gebeten hat, seine Ausführungen auf Englisch zu machen und dass alle das verfolgen können im Netz. Aber auch hier vor Ort gibt es auch eine simultane Übersetzung. Auch dafür herzlichen Dank an unsere Dolmetscher. Meine Damen und Herren, dieses Thema haben wir bereits einmal in einem unserer Ausschüsse behandelt, auch in einer öffentlichen Ausschusssitzung. Es geht ja darum, dass die Netzneutralität bedeutet, die Gleichbehandlung von Daten bei der Übertragung im Internet und den diskriminierungsfreien Zugang bei der Nutzung von Datennetzen. Jetzt ist in der letzten Zeit natürlich die Frage aufgekommen, was kann getan werden, um einerseits ein neutrales Internet zu erhalten und andererseits eine gesicherte Qualität für bestimmte Anwendungen zu gewährleisten. Und das ist eine neue Qualität, worüber wir einfach schlicht und ergreifend reden müssen. Ist die Netzneutralität durch entsprechende Qualitätsservice gefährdet oder eben nicht? Und deswegen haben wir noch mal aufgerufen zu diesem neuen Fachgespräch und ich freue mich auf eine sehr spannende Diskussion. Zum Ablauf des Verfahrens, die Sachverständigen haben die Möglichkeit, ein 5-minütiges Eingangsstatement zu geben über das, was Sie auch schon uns schriftlich dankenswerterweise vorgelegt haben, hinaus. Anschließend gibt es eine Fragerunde in der Reihenfolge der Redner entsprechend der Stärke der Fraktionen und der Abwechslung Koalition und Opposition. Das werden wir dann entsprechend sammeln. Und ich bitte die Abgeordneten dann letztendlich zu sagen, an wen die Fragen gerichtet sind. Die Abgeordneten haben eine Redezeit von 3 Minuten für ihre Fragen. Jeder Abgeordnete kann, wie gesagt, 2 Fragen an einen Sachverständigen oder jeweils 1 Frage an 2 Sachverständigen stellen. Daraufhin kommt eine offene Fragerunde nach entsprechenden Aufruf und dann wird dann letztendlich sofort im Dialog geantwortet. Ich bitte dafür dann letztendlich immer die Mikrofone freizumachen, dass nicht nur die Dolmetscher das verstehen, sondern auch die Zuhörer zu Hause vor den entsprechenden Bildschirmen. Und danach bitte die Mikrofone wieder schließen, sonst kommt es zu entsprechenden Rückkopplungen. So, das war's zu den Einführungen. Ich eröffne jetzt die Debatte und erstmal die Statements und gebe als erstes das Wort Herrn Dr. Eschweiler, Vizepräsident der Bundesnetzagentur. Bitte schön, Sie haben das Wort. Ja, schönen Dank. Sucht man bei Google nach dem Begriff Netzneutralität, so erhält man über 400.000 Treffer. Ich habe das mal versucht und daran wird schon deutlich, dass es sich bei dem Thema Netzneutralität nicht um ein Nischenthema handelt. Das Internet wird immer stärker zum integralen Bestandteil im Alltag. Dies gilt nicht zuletzt für den privaten sowie für den wirtschaftlichen Bereich. Aber gerade weil unterschiedliche Bereiche berührt werden, wird die Diskussion um Netzneutralität so kontrovers geführt. Die Herausforderung entsteht dadurch, dass mit diesem Begriff unterschiedliche Erwartungen und Befürchtungen verbunden sind. Viele Nutzer verbinden damit Begriffe wie Meinungsfreiheit oder gesellschaftliche Teilhabe.
Viele Telekommunikationsunternehmen befürchten hingegen, dass Geschäftsmodelle verhindert werden, wenn Netzneutralität gesetzlich verankert würde. Und kleinere Anbieter von Anwendungen und Inhalten fordern Netzneutralität, damit sie mit zahlungskräftigeren Anbietern konkurrieren können. Das Ringen um einen ausgewogenen Ausgleich dieser widerstreitenden Interessen spiegelt sich auch in der Brüsseler Diskussion wider. EU-Kommission, das Europäische Parlament und der Rat suchen seit langer Zeit nach einer tragfähigen Kompromisslösung. Da dies kein einfaches Unterfangen ist, liegt auch sicher daran, dass es sowohl im Ministerrat sowie innerhalb des Europäischen Parlaments unterschiedliche Sichtweisen zur Netzneutralität gibt. Aus meiner Sicht ist eine europäische Lösung schon deshalb notwendig, weil das Internet keine nationalen Grenzen kennt. Es ist kein Platz für Insellösungen. Bei der Diskussion um die Netzneutralität ist das Verhältnis von offenem Internet und den sogenannten Spezialdiensten wichtig. Das Internet funktioniert intrinsisch neutral. Es erfolgt keine Koordination zwischen Anwendung und dem Transport über das Netz. Dadurch sind die Markteintrittsbarrieren sehr niedrig. Das Internet hat so bis heute sehr viele Innovationen hervorgebracht. Neben dem Internet können auch sogenannte Spezialdienste stehen. Bei diesen findet erstens eine Koppelung von Inhalt und Transport statt. Zweitens kann der Transport durch Zugangskontrolle in gesicherter Qualität erfolgen. Beide, Internet und Spezialdienste, setzen auf der gleichen IP-Infrastruktur auf. Ich möchte kurz aufzeigen, wie das Spektrum der unterschiedlichen Vorstellungen zur Netzneutralität aussieht. Hierfür ist die Frage nach dem Bezugspunkt von Netzneutralität von Bedeutung. Netzneutralität kann sich auf alle Dienste beziehen, die über den Breitbandanschluss erbracht werden. Dann gäbe es nur einen neutralen Internetzugangsdienst und daneben keine Spezialdienste. Eine mittlere Position bezieht Netzneutralität nur auf das Internet, auf den Zugangsdienst. Spezialdienste können und sollen parallel dazu erbracht werden. In diesem Fall kommt es wesentlich auf die Abgrenzung zwischen beiden Kategorien an. Und am anderen Ende der Skala steht eine Position, bei der es auch keine Neutralität im Internet gibt, weil es dort verschiedene Verkehrskategorien, Klassifizierungen, unterschiedliche Behandlungen geben soll. Sowohl die Europäische Kommission als auch das Europäische Parlament zielen im Kern auf ein Nebeneinander von neutralem Internet und Spezialdiensten. Das gilt auch für den Vorschlag der Bundesregierung vom Ende 2014. Aus meiner Sicht sind drei Herausforderungen zu lösen. Erstens, wie lassen sich Spezialdienste klar von Internetzugangsdiensten abgrenzen? Zweitens, in welchem Maß soll Verkehrsmanagement erlaubt sein? Hier geht es darum, dass Verkehrsmanagement, Traffic Management sowohl diskriminierungsfrei als auch verhältnismäßig ist. Und drittens, wie lässt sich eine Verschlechterung von Internetzugangsdiensten durch Spezialdienste verhindern? Die Bundesregierung hatte in ihrem Vorschlag zur Netzneutralität folgende Aspekte betont: A. Gleichbehandlung aller Datenpakete im offenen Internet. B. Spezialdienste dürfen nicht als Ersatz für den Internetzugang vertrieben werden. Und C. Ausreichende Kapazitäten auch für Spezialdienste. Das heißt, damit Verfügbarkeit und Qualität von Internetzugangsdiensten nicht beeinträchtigt werden. Diese Kernaspekte des deutschen Vorschlages zielen letztlich alle darauf ab, ein tragfähiges Nebeneinander von Internetzugangsdiensten und Spezialdiensten zu realisieren und damit die eingangs erwähnten unterschiedlichen Zielvorstellungen unter einen Hut zu bekommen. In den letzten Monaten hat es in den Brüsseler Diskussionen eine Vielzahl von Kompromissvorschlägen gegeben. Am heutigen Tag soll der Ausschuss der ständigen Vertreter das Mandat für einen abschließenden vierten Trilog am 24. Juni erteilen. Das wird sicherlich nicht einfach werden, weil auch die Stimmung im Europäischen Parlament sehr gespalten ist. Es wäre aber wünschenswert, wenn wir damit jetzt auf der Zielgeraden bei der Diskussion um die Netzneutralität in Richtung Kompromissfindung einbiegen. Meine Damen und Herren, Netzneutralität ist ein Thema, bei dem unterschiedliche Interessenlagen
und Sichtweisen aufeinandertreffen. Fest steht für mich, dass wir ein offenes und neutrales Internet brauchen, denn ein freier, ungehinderter Zugang ist eine Grundvoraussetzung für gesellschaftliche Teilhabe. Gleichzeitig geht es aber auch darum, keine Geschäftsmodelle zu verhindern, egal ob es sich um ein kreatives Start-up-Unternehmen oder ein großes Unternehmen handelt. Überspitzt formuliert geht es bei der Netzneutralität nicht um ein Entweder-Oder, sondern um ein Sowohl-als-auch. Achten Sie ein bisschen auf die Zeit. Ja, bin sofort fertig. Danke. Ich hoffe deshalb, dass wir diesen Spagat hinkriegen können. Die USA hat das geschafft. Wir müssen es in Europa auch schaffen. Wir müssen alles daran setzen, zu zeigen, dass Europa handlungsfähig ist. Wir haben jetzt 20 Ratsarbeitsgruppensitzungen gehabt, 12 technische Sitzungen mit dem EP, 3 Triloge. Es ist Zeit zu handeln. Wir als Bundesnetzagentur werden uns auch in Zukunft für einen starken Wettbewerb einsetzen. Wettbewerb ist und bleibt ein elementarer Faktor zur Sicherung der Netzneutralität. In Europa haben wir im Vergleich zu den USA einen stärkeren Wettbewerb auf den Breitbandanschlussmarkt mit niedrigen Preisen. Dieses Mehr an Wettbewerb ist ein Grund, weshalb in Europa Probleme mit der Netzneutralität seltener auftreten als jenseits des Atlantiks. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Dr. Eschweiler. Herr Dr. Ruhleder, Sie haben das Wort. Bitte schön. Ja, vielen Dank, Herr Köppen, meine Damen und Herren. Ich will noch mal ganz kurz erinnern an den Hintergrund, vor dem diese ja doch von allen Seiten sehr emotional geführte Diskussion stattfindet. Es wird ja behauptet, wir hätten bislang ein Einklassen-Internet und das solle jetzt aufgehoben werden zugunsten eines Mehrklassen- oder eines Zweiklassen-Internets. Und wenn wir uns das Internet angucken und den Blick etwas weiten und die IP-Netze mit einbeziehen, die ja intensiv genutzt werden, dann haben wir noch nie ein Einklassen-Internet gehabt. Wir haben immer ein Mehr, ein 10, wenn Sie so wollen, je nachdem, wie granular Sie die Situation betrachten wollen, ein 100-Klassen-Internet. Große, marktmächtige, auch finanzstarke Blogger haben sich längst aus den ganz normalen, offenen Best-Effort-Internet-Infrastrukturen und Diensten verabschiedet, sind mit einem sehr leistungsstarken Anschluss direkt am Point of Presence ihres Internet-Service-Providers, zahlen dafür viel Geld, man nennt das Ganze Standleitung, kostet im Erstanschluss 500 Euro, 1000 Euro monatlich, ab 500 Euro. Dafür kriegen Sie Qualitätsleistungen heute bereits garantiert und Sie konkurrieren damit mit dem finanzschwachen, letztlich doch mehr privat unterwegs seienden Videoblogger oder Textblogger, der eben auf seinen DSL-Anschluss angewiesen ist. Und wenn wir als Bitkom und ich vertrete hier insbesondere die investierenden Unternehmen, die also in die Netze investieren, dort Milliardenbeträge investieren, in den letzten 15 Jahren mehr als 120 Milliarden Euro aufgebracht haben, in den nächsten Jahren wieder zweistellig investieren werden. Wenn wir über Netzneutralität reden, dann meinen wir, dass Gleiches gleich behandelt werden muss, dass aber auch Ungleiches ungleich behandelt werden darf. Und wir sehen in diesen Qualitätsdiensten in der Tat auch ein Instrument, das Internet weiter zu demokratisieren. Zu demokratisieren nämlich in dem Sinne, als wir in dem Best-Effort-Internet ergänzt durch Qualitätsdienste, losgelöst von den IP-Netzen, also von den sogenannten Standleitungen, Möglichkeiten anbieten und Qualitäten zusichern, die derzeit nicht zugesichert werden. An der Stelle hoffen wir, dass wir in Zukunft neue Angebote in den Markt bringen können mit Qualitätsdiensten, die es möglich machen, hier für, ich sag mal, kleines Geld Leistungen einzukaufen, die derzeit für viel Geld erworben werden können. Das ist meine erste Eingangsbemerkung. Die zweite bezieht sich auf die Frage, in welcher Phase wir uns eigentlich befinden. Und wir befinden uns aus unserer Sicht in einer Übergangsphase. Wir werden derzeit im Kupferkabel zusätzlich Effizienzgewinne und Leistungssteigerungen erwirken können. Wir werden in 5 Jahren, in 10 Jahren über die 5G-Netze und über ein flächendeckendes Glasfaserkabelnetz letztlich in eine Situation uns hineinentwickeln, in der wir unbegrenzte Bandbreiten und auch zusätzliche Leistungsmerkmale anbieten können, wie faktisch null Latenzzeiten, was besonders wichtig ist für Angebote im Shopfloor, also rund um Industrie 4.0. Die Diskussion um Qualitätsdienste wird oft geführt mit Hinweis auf Gesundheitsdienste. Das ist ja unstrittig, für die meisten unstrittig, dass natürlich ein Gesundheitsdienst oder auch ein Notfalldienst qualitätsgesichert erbracht werden können muss. Wir gehen durchaus noch einen Schritt weiter und stellen die Frage, ob nicht auch im Consumer-Umfeld es nicht zulässig bleiben muss, dass Qualitäten zugesichert werden können für IPTV, für Voice-over-IP. Dort wird heute bereits Netzwerkmanagement betrieben. Ansonsten könnten Sie über das Internet auch nicht ruckelfrei Fernsehen
sehen. Das geht heute und wir meinen, das sollte auch in Zukunft möglich bleiben. Das sind zum Teil Dinge wie Online-Gaming, die auch sehr leicht angegriffen werden können, weil Online-Gamer sind jetzt nicht unbedingt die Sympathieträger in der deutschen Gesellschaft, anders als ein Arzt, der über eine telemedizinische Leistung einem erkrankten Patienten hilft. Aber wir meinen, wir sollten hier diese Freiheit und auch die Offenheit haben, dafür zu sorgen, dass auch jene, die vielleicht an den Stellen sich, wo es sich ein bisschen jenseits der Akademiker und der intellektuellen Welt sich das Internet entwickelt, dass auch dort Leistungen angeboten werden können, zum Beispiel im Bereich der Latenz, die erstens Geld wert sind und die zweitens aber auch eine breite Nachfrage erfahren. Wenn wir uns fragen, was wir brauchen in Zukunft, dann sind es zunächst Investitionsanreize in die Netze, wenn wir die Bandbreiten haben in der Fläche, wenn wir in die Gigabit-Netze einsteigen wollen, dann brauchen wir wiederum zweistellige Milliardenbeträge, im ersten Schritt 20, im zweiten Schritt 80 Milliarden Euro als Netzinvestitionen und wir sollten diese Investitionen anreizen. Wir brauchen zum Zweiten Transparenz, da ist viel geschehen, auch gesetzgeberisch, dank Ihrer Unterstützung durch die Transparenzverordnung. Die Kunden der Telekommunikationsanbieter müssen wissen, was sie für ihr Geld kriegen. Das ist heute auch technisch möglich. Und wir brauchen zum Dritten ein Wettbewerbsrecht, das auch exekutiert wird, das scharf exekutiert wird und dafür sorgt, dass im Internet diskriminierungsfrei Zugang angeboten wird. Dass es keine willkürliche Diskriminierung zwischen gleichen Diensten gibt. Und wir brauchen aus unserer Sicht keine zusätzliche Regelung, weil wir derzeit aus unserer Sicht auch kein Problem haben. Vielen Dank. Ich danke Ihnen, Herr Dr. Rohleder. Herr Lüninger, Sie haben das Wort für Ihr Eingangsstatement. Bitte schön. Vielen Dank. Ich will eingangs sagen, dass ich hier auch die Position unseres europäischen Dachverbands European Digital Rights vertrete. Und ich würde gerne beginnen mit einem historischen Beispiel. Stellen wir uns vor, am Anfang der Elektrifizierung, Strom als universelle Technologie, ähnlich dem Internet heute, wäre nach den ersten 25 Jahren seines Bestehens nur noch als vertikal integriertes Zugangsprodukt angeboten worden. Das hätte dann so ausgesehen, dass sich Konsumenten dazu entscheiden müssen, ob sie jetzt Siemens oder AEG-Strom zu Hause haben wollen. Und Konkurrenten, man nehme Bosch, hätten sich extra nochmal in Verhandlungen werfen müssen mit jedem Netzbetreiber, um gegenüber dessen Kunden ein gleichberechtigtes Angebot stellen zu können. Ähnlich verhält es sich bei der Netzneutralität. Wir haben heute Internet als eine offene Technologie, die nie geahnte Innovationskraft in wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Belangen entwickelt hat. Und wir haben 25 Jahre Entwicklung und Erfahrung, auf die wir aufbauen können bei der Kernfrage der heutigen Debatte, und zwar da, wo die Grenzziehung zwischen Spezialdiensten und offenem Internet zu treffen ist. Die Position der Befürworter der Netzneutralität und auch des Europäischen Parlaments in erster Lesung vom April 2014 sagt klar, dass Spezialdienste zulässig sind und dass Spezialdienste überall dort zulässig sind, wo es um Dienste geht, die über das Best-Effort-Internet nicht lösbar sind, die einfach eine Funktionalität bereitstellen, die mit einer kompletten Gleichbehandlung nicht machbar ist. Falls Sie jetzt verwirrt sind aufgrund der Beispiele, die wir von Kommissar Oettinger und von der Kanzlerin hören, sei das jetzt Industrie 4.0, Telemedizin oder selbstfahrende Autos, so ist das berechtigt, weil diese Beispiele auch in den engsten derzeit diskutierten Definitionen von Spezialdiensten absolut legitim wären. Der Kern der Debatte und die eigentliche Grenzziehung ist, dass bestehende Online-Dienste nicht als Spezialdienst reklassifiziert werden dürfen. Sprich, überall dort, wo ein Dienst auf dem Best-Effort-Internet heute schon funktioniert, soll er auch in Zukunft immer noch darüber ausgeliefert werden. Dort, wo es wirklich technische Innovationen gibt, für die es leider sehr wenig Beispiele gibt, auch Günter Oettinger konnte in einer gestrigen Anfragebeantwortung keine solchen Beispiele für konkrete Spezialdienste der Telemedizin oder selbstfahrende Autos liefern, die nicht über das Best Effort möglich wären. Dort könnte man sich eben solcher Spezialdienste bedienen, jedoch nur unter engen Grenzen. Wo stehen wir in der Debatte? Wir haben inzwischen jetzt schon sehr lange laufende Trilogverhandlungen, die trotz ihrer inhärenten Intransparenz die Hoffnung in sich tragen, dass das Europaparlament bei seiner Position der ersten Lesung bleibt. Denn diese klaren Regeln liegen auch im internationalen Trend. Wir haben heute Regeln aus den USA und Brasilien, die kürzlich beschlossen wurden. Wir haben Beispiele aus Kanada, Chile, den Niederlanden und Slowenien, wo aufgrund der dortigen Netzneutralitätsregelungen bereits gehandelt wurde und vertikal integrierte Zugangsprodukte vom Markt genommen wurden. Es gibt also eindeutig einen internationalen Trend hin zur Netzneutralität. Und sollte Europa hier zu einer fehlenden oder fehlerhaften Lösung kommen, dann sind wir in der großen Gefahr, dass es uns nicht möglich ist,
auf dem internationalen Markt noch konkurrenzfähig zu sein. Denn es ist klar, wenn es in Europa einen Zugangsmarkt gibt, wo ein Start-up zuerst in Verhandlungen treten muss, bevor es ein gleichberechtigtes Produkt auf den Markt bringen kann, wird die Vormachtstellung, die wir zurzeit aus den Diensten der USA sehen, definitiv weiter bestehen bleiben. Vielen Dank. Ich danke Ihnen und der Herr Sander hat das Wort. Bitte schön. Ja, nochmal bitte. Ja. Jetzt vielen Dank für die Einladung. Ich möchte nochmal grundsätzlich erwähnen, worum es eigentlich bei dem Prinzip der Netzneutralität, und zwar geht es darum, dass alle Daten unabhängig vom Absender, vom Empfänger und auch vom Inhalt der Daten gleich behandelt werden. Genau an diesem Prinzip soll jetzt gerüttelt werden und es geht nicht darum, dass eben bestimmte Standleitungen zur Verfügung stehen oder ähnliches. Also es ist gang und gäbe, dass eben bestimmte Internetzugänge mit einer bestimmten Geschwindigkeit angeboten werden. Das ist auch überhaupt kein Problem. Dagegen richten wir uns auch nicht. Wir haben aber mit den bereits schon stattfindenden Verletzungen der Netzneutralität jetzt eben ein massives Problem, wie wir sie zum Beispiel insbesondere aus dem mobilen Bereich kennen, wo es eben so ist, dass bestimmte Datenpakete verkauft werden, zum Beispiel 1, 2, 3 Gigabyte. Und nachdem dieses Datenpaket aufgebraucht ist, danach noch bestimmte Dienste angeboten werden mit derselben Geschwindigkeit wie zuvor, nämlich zum Beispiel Spotify oder Facebook oder ähnliche Dienste, alle anderen Dienste allerdings gedrosselt werden. Und genau dieses Problem soll jetzt sozusagen durch die Gesetzgebung der Netzneutralität mit der sogenannten Formulierung von Spezialdiensten verfestigt werden. Auch bei Festnetzanschlüssen kennen wir dieses Problem, etwa zum Beispiel bei Peer-to-Peer-File-Sharing-Anwendungen oder ähnliches, wo dann eben am Ende des Tages ganze Internetverbindungen möglicherweise gestoppt werden können, Verträge gebrochen werden können bzw. aufgelöst werden können oder der Internetverkehr gedrosselt werden kann. Im Kern, so scheint es, wollen eigentlich die Anbieter, die Leitungen zur Verfügung stehen, eigentlich mit den bestehenden Netzen, mit dem Status quo, einfach mehr Geld verdienen, ohne tatsächlich unbedingt in den Breitbauausband weiter investieren zu müssen. Das sieht man auch, wenn man in andere Länder guckt, zum Beispiel auch in Europa, Niederlande, Slowenien, aber auch in Chile, ist es so, dass trotz einer Einführung der Netzneutralität es nicht dazu gekommen ist, dass dann nicht weiter in den Breitbandausbau investiert wurde. Ganz im Gegenteil, die Investitionen gehen weiter. Das ist auch vollkommen logisch, denn Provider wollen natürlich immer mit dem besten Netz werben und deswegen entsteht natürlich da auch ein gewisser Konkurrenzkampf. Und von daher ist die Beibehaltung oder die Festschreibung der Netzneutralität sogar sehr gut, auch für die Entwicklung des Breitbandausbaus. Auch vielleicht nochmal das angesprochene Beispiel hier eben, dass Gamer oder IPTV als Spezialdienst angeboten werden soll. Das ist eben genau das, was wir verhindern wollen. Wir haben jetzt per se erstmal kein Problem, wenn Spezialdienste erlaubt wären, wenn es eben hier um Leib und Leben geht, ja, also wo es hier eben um zum Beispiel einen Notruf geht. Da setzen wir uns natürlich auch dafür ein, dass dieser mit der entsprechenden nötigen Übertragungsgeschwindigkeit zur Verfügung gestellt werden kann. Dass jetzt aber Fernsehen Leib und Leben rettet, zweifeln wir doch stark an. Und das ist eben genau dieses Problem, was wir da sehen, dass eben mit solchen Diensten dann eben versucht wird, andere Konkurrenten, also zum Beispiel kleinere Anbieter oder aber eben also Startups und vor allen Dingen nicht kommerzielle Anbieter, komplett aus dem Markt zu trennen, sodass wir eben ein relativ marktmächtiges zum Beispiel Internet am Ende des Tages sehen werden. Hinzu kommen, dass gerade in den Vorschlägen von Rat und Kommission auch über die Regulierung zur Netzneutralität hinaus bestimmte Probleme aufgemacht werden, zum Beispiel, dass eben ist kein komplettes Verbot von Deep Packet Inspection vorgesehen ist. Es ist eine hochintrusive Technologie, die dazu dient, in die Pakete, in die Internetpakete hineinzuschauen, die da übertragen werden. Das bedeutet also, es wäre in etwa so, wie wenn der Postbote in jedes Paket, was Sie verschicken, in jeden Brief, den Sie verschicken, hineinschaut und kontrolliert, was Sie da eben verschicken. Hier fordern wir eben genau diese Aufnahme des Verbots von Deep Packet Inspection. Und zudem sind eben auch in den Vorschlägen von Kommission und Rat ist vorgesehen, dass Netzsperren eingeführt werden sollen. Auch hier sprechen wir uns klar dagegen aus. Und abschließend möchte ich noch erwähnen, dass es eben in der Debatte jetzt relativ häufig
das Problem der Netzneutralität mit den Roaminggebühren in Verbindung gebracht wird. Beide Themen haben eigentlich nicht wirklich was miteinander zu tun, außer dass sie sich zufällig in der gleichen Verordnung wiederfinden. Also man hätte beide Themenkomplexe auch separat regulieren können, das wäre überhaupt kein Problem gewesen. Nun werden sie aber einmal in einer gemeinsamen Verordnung reguliert, beziehungsweise soll dies geschehen. Und hier muss man natürlich sagen, dass halt vor allen Dingen die Abschaffung der Roaminggebühren halt während der EU-Wahlen ein großes Wahlkampfprojekt war, aber auch schon überhaupt seit vielen Jahrzehnten, möchte man fast sagen, ein beliebtes Projekt gerade bei EU-Beamten ist und von daher sich große Beliebtheit erfreut. Und wir möchten aber darauf hinweisen, dass man nicht beide Themen gegeneinander ausspielen sollte, sondern separat betrachten sollte und sich eben für die Abschaffung der Roaminggebühren auf der einen Seite, aber auch gleichzeitig für den Erhalt bzw. die gesetzliche Verankerung der Netzneutralität stark machen sollte. Vielen Dank. Ja, vielen Dank, Herr Sander. Herr Dr. Scott, ich bitte Sie jetzt um Ihr Eingangsstatement. Bitte. Thank you very much, Mr. Vielen Dank, Herr Vorsitzender, sehr geehrte Mitglieder des Ausschusses. Es ist für mich eine große Ehre, vor dem Deutschen Bundestag sprechen zu dürfen. Ich habe schon sehr oft vor dem US-amerikanischen Kongress sprechen dürfen, aber noch nie in Berlin in diesem ehrenwerten Haus. Ich danke Ihnen auch dafür, dass Sie hier dass ich Englisch sprechen darf. Mal könnte ich das machen, aber mittlerweile, ich bedanke mich nochmal für Ihr Verständnis. To the topic of net neutrality. Ich komme damit zum Thema der Netzneutralität zurück. Ich beschäftige mich schon seit über 10 Jahren mit diesem Thema. Ich kenne auch den Menschen, der den Begriff Netzneutralität erfunden hat. Ich habe jedes einzelne Argument zur Netzneutralität gehört. Ich habe alles gelesen und ich habe auch die Politik verfolgt, und zwar nicht nur in den USA, sondern in vielen Ländern. An dieser Debatte, die hier geführt wird, gibt es für mich nichts Überraschendes. Das heißt, Sie wählen unter durchaus hinlänglich bekannten Optionen. Mein Beitrag, den ich hier zu diesem Ausschuss leisten kann, ist zweier Art. Erstens kann ich Ihnen vielleicht einen kurzen Überblick geben über die Hauptkomponenten des Rechtsakts der Vereinigten Staaten zur Netzneutralität, der vor kurzem verabschiedet wurde. Und dann kann ich vielleicht noch kurz ausführen, warum wir glauben, dass diskriminatorische Preisgestaltung für europäische Internetunternehmen besonders schlecht sein wird. Wie ist es in den USA gelaufen? Wir hatten fast 10 Jahre Debatten und auch sehr schwierige juristische Auseinandersetzungen. Und jetzt hat die FCC ein Gesetz über die Netzneutralität verabschiedet. Das ist die US-Regulierungsbehörde. Und dieses Gesetz ist letzten Freitag in Kraft getreten. Es gibt dazu mehrere hundert Seiten Rechtsakte, die zu diesem Gesetz gehören. Das ist das umfassendste wirtschaftliche Dokument, das die Netzneutralität begründet. Das ist das umfassendste Dokument zu diesem Thema, das es jemals gegeben hat. Und ich kann es jedem anheimstellen, es zu lesen. Aber ich will kurz zusammenfassen, was man dort lesen kann. Kein Block. Keine Drosselung, kein Eingriff in den Internetverkehr. Zweitens, das ist das Kernstück, keine diskriminierende Preisgestaltung, keine Geschäftsmodelle, die eine bezahlte Priorisierung von Verkehr durch belastete oder besonders beanspruchte Netzwerkstellen herbeiführen. Es gibt darüber hinaus auch einen Punkt zum Verkehrsmanagement, aber das Verkehrsmanagement, wie es es in jedem Netz gibt, muss technische Ursachen haben und keine kommerzielle Ursachen. Viertens, dieser Rechtsakt legt fest, dass die Vernetzung zwischen Netzwerken gerecht sein muss und vernünftig, das heißt in vertretbaren Maßnahmen. Es gibt auch Vorschriften zur Rechenschaftspflicht, zur Transparenz bei allen Netzwerkmanagement-Praktiken, und dann gibt es darüber hinaus noch eine ganz klare Begriffsbestimmung und Festlegung zu den Spezialdiensten. Die FCC, die US-Regulierungsbehörde, sagt interessanterweise, dass es keine Spezialdienste gibt. Es gibt Internetzugang und dann gibt es den Rest, alles andere. Das heißt, die Netzneutralität gilt für den Zugang zum Internet. Dann hat die US-Regulierungsbehörde FCC eine ganz sorgfältige Definition dessen vorgestellt, was den Rest definiert. Hier heißt es beispielsweise, dass Internetdienste nicht im Zweck eingeschränkt werden dürfen. Sie dürfen dann in diesem Fall auch keinen Zugang zu dem weiteren Internet bieten, und sie dürfen auch nicht den Zweck haben, die Gesetzgebung zur Netzneutralität zu umgehen, die für den Internetzugang gilt. Damit hat man auf ganz intelligente Art und Weise sichergestellt, dass die Einführung neuer IT-basierter Telekommunikationsdienstleistungen nicht die Bestimmungen zur Netzneutralität umgehen können. Ich würde Ihnen wirklich raten, dass Sie die Entscheidung der FCC lesen, die der Rechtsakt
greift jetzt, der ist in Kraft getreten, damit ist uns nicht der Himmel auf den Kopf gefallen, Investitionen gibt es weiterhin. Und ich darf auch sagen, dass die Internetgeschäfte in den Vereinigten Staaten weiter wunderbar gedeihen. Damit komme ich zum zweiten und letzten Punkt meiner Ausführungen. Meiner Ansicht nach ist die Debatte über die Netzneutralität gar nicht zum Thema Spezialdienste, sondern es geht ja eigentlich um diskriminierende Preisgestaltung. Und diese Debatte darf man durchaus führen, sie ist legitim. Die Netzwerkbetreiber hätten gerne verständlicherweise einen Teil an der Wertschöpfungskette des Internetmarkts, der derzeit von den Inhalten, also von den Content- und Dienstleistungsanbietern eingeheimst wird. In Europa ist dieses Argument ganz besonders attraktiv, denn die Internetunternehmen, die am rentabelsten sind und die größten Gewinner haben, keine europäischen Unternehmen sind. Ja, man darf natürlich den Internetbetreiber nicht vorwerfen, dass sie dieses Argument bemühen. Ich würde es genauso machen, wenn ich an ihrer Stelle wäre. Dabei gibt es aber zwei Widersprüche. Wenn man diskriminierende Preisgestaltung im Internet gestattet, hat man eine Monetarisierung der Beanspruchung des Netzwerks. Und das bedeutet, dass in diesem Fall man müsste in diesem Fall sicherstellen, dass alle Einnahmen zur Beseitigung dieser Engpässe verwendet werden. Man darf in diesem Fall ja kein Geschäft anlegen, das sich selbst zerstört, sobald es erfolgreich ist. Der zweite Punkt, das ist der wichtigste, und da halte ich mich ganz kurz. Wenn man diskriminierende Preise im Internet anhat, sind natürlich die ersten Unternehmen, die dann als erste Schlange stehen werden, diejenigen sein, die das meiste Geld hat. Und die Unternehmen, die das meiste Geld haben, sind die Riesen aus dem Silicon Valley in den Vereinigten Staaten. Wenn man denen hier Feld und Tor öffnen möchte, dann muss man die Netzneutralität verankern, denn das wird wahrscheinlich den Unternehmen hier in Berlin-Mitte, die versuchen, Unternehmensgründungen durchzuführen, am meisten wehtun, die jetzt gerade versuchen, die nächsten großen Erfolgsgeschichten im Internet zu werden. Herzlichen Dank. Herzlichen Dank auch an die Sachverständigen für die Eingangsstatements. Und ich eröffne gleich die Debatte und gebe als erstes das Wort dem Kollegen Jazombek für die CDU-CSU-Fraktion. Bitte schön. Ja, Herr Vorsitzender, meine Damen und Herren, darf für die sehr interessanten Vorträge erst einmal Danke sagen und würde mit zwei Fragen beginnen. Die erste an Herrn Dr. Eschweiler. Die Position, die die Bundesregierung in der europäischen Verhandlung eingebracht hat zur Netzneutralität, besteht ja aus den Komponenten keine Benachteiligung oder Reduzierung des Best-Effort-Internets und zum Zweiten Gleichbehandlung aller Services innerhalb einer Diensteklasse. Und damit gemeint ist wohl insbesondere neue Dienste, die auch schon korrekt ausgeführt bisher auch noch gar nicht existieren. Das finde ich übrigens auch einen sehr klugen Gedanken, den Sie haben, auf neue Dienste zu fokussieren. Diejenigen, die halt eben sozusagen null Latenzzeit besitzen, wie Connected Car Services. Vielleicht können Sie dazu nochmal Ausführungen machen, wie genau auch aus Ihrer Sicht die Kontrolle eines solchen Regimes dann sein kann, dass innerhalb einer solchen Dienstklasse, nehmen wir einfach mal Connected Car, Dienste nebeneinander sind und die wirklich diskriminierungsfrei sein müssen, damit nicht, wie Dr. Scott gesagt hat, am Ende die Monopolisten aus dem Silicon Valley hier einen Vorteil haben. Meine zweite Frage geht an Herrn Dr. Rohleder. Wir hatten von der CDU-CSU-Bundestagsfraktion in der letzten Woche ein Fachgespräch zum Thema Breitband und da war unter anderem David Zimmer, der Gründer von Inexio, und hat sehr klar und präzise gesagt, dass es für den Breitbandausbau im ländlichen Raum das Problem gäbe, dass die Kosten gesetzt wären, aber die Einnahmen zu niedrig wären und dass die Debatte der Netzneutralität deshalb auch eine wäre, wie man die Erträge der Mobilfunkanbieter steigern kann. Meine Frage an Sie wäre jetzt, gäbe es nicht auch alternative Wege, also wenn man diese These als korrekt annehmen würde, ich formuliere es im Konjunktiv, gäbe es dann auch alternative Wege, wie man vielleicht ohne das Prinzip der Netzneutralität in Frage zu stellen, die Ertragssituation gerade bei Anbietern des Breitbandausbaus im ländlichen Raum steigern könnte? Die Kollegin Wawziniak stellt die Fragen für die Fraktion Die Linke. Bitte schön. Ja, erstmal herzlichen Dank. Ich will mal zunächst darauf hinweisen, dass wir jetzt gehört haben, Qualitätsdienst, Spezialdienst und Dienstklasse als offensichtlich Synonyme für dieselben Sachen, was aus meiner Sicht schon darauf hinweist, dass völlig unklar ist, was eigentlich gemeint ist oder jeder was anderes drunter versteht. Weil als Zweites, bevor ich meine Frage an Herrn Sander und an Herrn Eschweiler stelle, noch mal kurz auf das Thema Gesundheitsdienste Telemedizin hinweisen. Also ein Start-up in Mecklenburg-Vorpommern, arztkonsultation.de, hat einen offenen Brief an Herrn Oettinger geschrieben, wo sie sagen, das Einzige, was wir in diesem Land brauchen, ist ein schnelles Internet.
und die darauf verweisen, dass mit dem, was Herr Oettinger vorhat, ihre Innovation quasi gestoppt wird. Sie sprechen da, das muss man sich ja nicht zu eigen machen, aber ich will es Ihnen trotzdem mal sagen, von Protektionismus, nämlich dass die Großen, die das Geld haben, sich schnelle Leitungen kaufen können und ihre Innovation stehen bleibt. Also das finde ich einen ganz ziemlich interessanten Punkt. Ich will Herrn Sander fragen, wir haben ja in diesem Fragekatalog die Frage 8 gehabt, wo es darum geht, inwiefern das Thema Netzneutralität abhängt ein bisschen von der Frage der zur Verfügung stehenden Bandbreite. Und ich würde gerne von Ihnen noch mal hören, inwiefern dort eine Verbindung steht oder eine Verbindung besteht, dass all diese Einwände, die immer kommen, auch im Hinblick auf lebenswichtige Dienste, dass man deswegen Qualitätsdienste, Spezialdienste, Diensteklassen braucht, ob es dort einen Zusammenhang gibt aus Ihrer Sicht, wenn es einen besseren Breitbandausbau geben würde, ob dann nicht Argumente entfallen. Und an Herrn Eschweiler hätte ich die Frage, also seit Zeiten der glorreichen Enquete Internet und digitale Gesellschaft versuchen wir tatsächlich Zahlen zu bekommen, wie die Netzauslastung ist und ob es tatsächlich ein aktuelles Problem gibt, dass lebensnotwendige Dienste nicht gewährleistet werden können. Also ob da tatsächlich ein Problem steht, bis heute haben wir nicht diese Zahlen. Also es wird immer wieder behauptet, aber wir haben diese Zahlen nicht. Und Sie haben vorhin gesagt, dass ausreichende Kapazitäten für Spezialdienste, Sie haben den Begriff Spezialdienste genannt, zur Verfügung gestellt werden sollen. Da würde mich jetzt aber mal interessieren, wenn ausreichend Kapazitäten aus Ihrer Sicht für Spezialdienste zur Verfügung gestellt werden, geht das nicht dann zulasten dessen, was Sie gesagt haben, Internet ist? Kollege Klingbeil hat das Wort für die SPD-Fraktion. Herzlichen Dank auch von uns für die interessanten Vorträge, ein Thema, was uns ja schon länger beschäftigt. Und ich stimme auch den Kollegen, die vor mir gesprochen haben, zu, dass, glaube ich, vieles auch von Definitionen immer abhängt. Und ich will auf den Begriff der Spezialdienste auch mal eingehen. Die EU-Kommission hat ja gesagt, Spezialdienste, die im allgemeinen Interesse sind, sollten Vorrang genießen. Und ich würde Herrn Lohninger, aber auch Herrn Rohleder bitte mal fragen, oder vielleicht können Sie einfach mal definieren, was Spezialdienste sind, die im allgemeinen Interesse sind, auch mal ein paar Beispiele nennen, weil ich glaube, das dient dann auch, dass wir ein paar Dinge hier mal geklärt bekommen. Das Zweite, die Positionierung der Bundesregierung, hat der Kollege Zombeck gerade angesprochen, also Spezialdienste in engen Grenzen, technische Notwendigkeit, keine Diskriminierung innerhalb der Diensteklasse und nicht zulasten des Best-Effort-Netzes. Da hätte ich von Herrn Lohninger und Herrn Sander gerne mal eine Bewertung zu. Zum Abschluss der Runde der Kollege Janicek für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Ja, auch von meiner Seite vielen Dank für die sehr spannenden und kompetenten Vorträge. Diese Anhörung ist ja zustande gekommen, auch auf Initiative von Grünen und Linken, weil wir eben die Besorgnis haben, dass Bundesregierung und eben auch EU-Kommission gerade in den EU-Trilogverhandlungen die Aufgabe der Netzneutralität betreiben. Und das Beispiel USA ist dann natürlich ein spannendes im Kontext. Darauf werde ich gleich eingehen, Herrn Scott fragen. Wir haben in der Tat die Sorge, dass es zu einem Zwei-Klassen-Internet kommt. Die Fragestellung lautet ja auch, wo ist wirklich der Begründungszusammenhang, um dieses Prinzip, was auch Freiheit natürlich und gleichzeitig Qualität für uns alle sichert, aufzugeben, und bestehen nicht in Wirklichkeit große Gefahren, dass wir dann zu einer Spaltung kommen, die allein durch Interessen, ja kapitalistische Interessen getrieben sind, um es mal hart zu formulieren. Ich frage jetzt die eine Frage an Herrn Scott, und die geht nochmal, um das Beispiel USA aufzugreifen. Wie hat denn die US-amerikanische Regulierungsbehörde Specialized Services definiert und welchen Umgang schlagen Sie damit vor? Also wie entwickeln sich da die Argumente rund und um die Netzneutralität? Weil man müsste ja auch, wenn man so den Blick in die USA wirft, davon ausgehen, dass da durchaus auch der Markt und der Umgang mit dem Markt und der freie Markt ein großes Argument ist, das in der Debatte eingeführt wird. Also ein Sozialismus wird da wahrscheinlich nicht so stark im Vordergrund stehen. Und dann frage ich bitte noch an Herrn Dr. Eschweiler ganz konkret die Fragestellungen der Bewertung der Vorschläge, die Sie ja auch kennen jetzt im Rahmen der EU-Kommission. Dort wird erklärt, dass Spezialdienste, die allgemeines Interesse genießen, in Anführungszeichen Vorrang im Internet haben müssen. Ist denn da eine abgrenzungsscharfe Definition möglich? Und wie bewerten Sie da die Regelungen, die Sie auch in anderen Ländern ja vorfinden, insbesondere in den USA, aber auch in anderen, auch die Argumentation der FCC? Vielleicht können Sie darauf noch mal Stellung nehmen. Dankeschön. So, wir kommen zur Beantwortung. Die Fragen vom Kollegen Jazombek beantwortet bitte in der Reihenfolge Herr Dr. Eschweiler und dann Herr Dr. Rohleder. Herr Dr. Eschweiler, bitteschön.
Ja, schön, danke, jetzt habe ich vergessen, ja, okay, das Mikrofon einzuschalten. Zur Frage neue Dienste, Connected Cars von Herrn Jatzombek. Erlauben Sie mir zunächst einmal das Szenario vielleicht ganz kurz im Rat zu schildern. Wir haben im Rat Mitgliedstaaten, die überhaupt keine Regelung haben möchten, keine Definitionen, die im Prinzip davon ausgehen, es reichen allgemeine Prinzipien zur Netzneutralität. Insofern ist der deutsche Vorschlag, auf den wir ja heute rekurrieren, den halte ich für sehr weise, weil der deutsche Vorschlag von einem Bild ausgeht, dass wir auf der einen Seite ein offenes Internet haben als Regel und als enge Ausnahme Spezialdienst. Also wir haben ein Regel-Ausnahme-Verhältnis. Und der deutsche Vorschlag hat auch sehr Auftrieb bekommen während der Trilogverhandlungen. Er ist ja relativ taktisch spät, aber dann richtig hat er gezündet, weil der deutsche Vorschlag eine Lösung enthalten könnte für die Trilogverhandlungen. Also das jetzt nur mal vorausgesetzt nochmal zur Philosophie. Er sieht ja auch vor eine Rolle der Regulierungsbehörden. Also es wäre im Prinzip vorstellbar bei den Spezialdiensten, dass sich dann die nationalen Behörden anschauen beim Thema Connected Cars. Sind die Dinge dann so zu regeln oder nicht? Das vielleicht als kurze Replik darauf. Herr Dr. Rohleder. Ja, Herr Jatzombek, Sie fragten nach der Verbesserung der finanziellen Situation jenseits von Spezialdiensten zum Aufbau von Mobilfunknetzen, insbesondere in Regionen. Es sind zwei Punkte. Das eine ist Planungssicherheit und das zweite ist eine Schließung der Wirtschaftlichkeitslücke, was wir hier vorschlagen. Planungssicherheit, die Netzbetreiber investieren Multimilliardenbeträge in den Netzaufbau, die in Zeiträumen von 10, 15, 20 Jahren zurückverdient werden. Und die Markteingriffe, die wir feststellen, finden in sehr viel kürzeren Zyklen bzw. Intervallen statt, in Intervallen von 2, 3, 4 Jahren, nicht nur durch den Gesetzgeber, sondern auch durch Regulierungsbehörden, im Übrigen auch nicht nur in Deutschland. Also eine stabilere Umgebung, Regulierungsumgebung würde hier viel helfen, das ist das eine. Das zweite, wenn wir wirklich jede Alm und jede Hallig anschließen wollen, dann sind das vergoldete Internetanschlüsse. Das ist eine Frage, die wir nicht beantworten können, die kann nur die Politik beantworten. Aber wenn das geschehen soll, dann können die Netzbetreiber diese Investitionen nur dann aufbringen, wenn sie dort, wo sie Investitionen planungssicher nicht zurückverdienen können, Unterstützung bekommen. Und da ist die aktuelle Ausschreibung, Versteigerung digitale Dividende 2 deutlich besser als die digitale Dividende 1, insofern als die Gelder, die erlöst werden. Wir sind jetzt schon über 4 Milliarden Euro in die Digitalisierung, in den Breitbandausbau wieder fließen. Und das ist aus unserer Sicht genau der richtige Weg, um diese notwendigen Investitionen auch anzuregen. Vielen Dank, Herr Dr. Rohleder, für die Fragen. Von der Kollegin Wawziniak ist Herr Sander und Herr Dr. Eschweiler zuständig. Herr Sander. Ja, also es geht ja darum, inwieweit die Debatte der Netzneutralität aufgelöst werden könnte, wenn wir entsprechende Breitbandkapazitäten zur Verfügung hätten. Das ist schwierig zu beantworten, weil also im Kern, ich hatte es eingangs schon gesagt, geht es darum, den Anbietern von Leitungen eigentlich mehr Geld zu verdienen, also mit den bestehenden Leitungen einfach mehr Geld zu verdienen. Und das würden sie wahrscheinlich auch tun, wenn sie einfach mehr Leitungen zur Verfügung hätten und würden dasselbe Prinzip dann auch wieder anwenden und würden auch wieder versuchen, einfach noch mehr Geld aus diesem Markt herauszuholen. Auf der anderen Seite muss man natürlich aber auch sein, dass der Bedarf an Breitband immer weiter steigen wird. Also auch wenn wir hier eben solche Dinge hören, wie in 5 oder 10 Jahren werden wir 5G haben, was auch immer das dann können wird, ist das zwar sicherlich ganz schön, ist aber dann auch mehr als angemessen. Und vor allen Dingen müssen wir halt eben in den Glasfaserausbau investieren. Hier ist Deutschland absolut auch im internationalen, im europäischen Vergleich hinten an. Und das Auswerfen von 4G-Netzen kann auf keinen Fall die Lösung sein. Also wir brauchen halt auf jeden Fall Glasfaserkabel.
Und ein weiteres Problem ist natürlich, auch wenn wir einmal diese Regulierung haben zur Abschaffung der Netzneutralität, wird diese auch Bestand haben. Also es gibt ja immer die Argumentation, wir führen jetzt mal für eine kurze Zeit so eine Abschaffung der Netzneutralität ein, bis wir dann die Netze ausgebaut haben und dann drehen wir die Entwicklung wieder zurück. Das ist eher unglaubwürdig. Und wie gesagt, auch wenn man eben in die Entwicklungen schaut, zum Beispiel in Niederlande, Slowenien oder Chile, wird einfach weiter in Netze investiert, auch wenn eben eine gesetzliche Verankerung der Netzneutralität vorliegt. Da sollte man sich eigentlich keine Gedanken machen. Grundsätzlich, wie gesagt, ich hatte es eingangs schon gesagt, auch Netzwerkmanagement ist für uns in bestimmten Voraussetzungen okay. Also es muss transparent sein, es darf nicht die Regel sein, es muss also klar definiert sein, wann dieses Netzwerkmanagement stattfindet und zu welchen Lasten und wo da eben die Probleme liegen. Also wenn jetzt bestimmte Leitungen einfach mal ausfallen, also die einfach mal schlichtweg kaputt gehen zum Beispiel, dann ist es vollkommen klar, dass dann zum Beispiel Netzwerkmanagement stattfinden muss. Und eben auch Spezialdienste lehnen wir nicht komplett ab, wenn sie eben für Leib und Leben relevant sind. Vielen Dank. Herr Dr. Eschweller. Ja, schönen Dank. Sie hatten die Frage aufgeworfen zur Kapazitätsauslastung. Wenn wir uns also nochmal das Bild vor Augen führen, dass wir auf der einen Seite einen Internetzugangsdienst haben, da herrscht Gleichbehandlung als, das ist also die Regel, und als Ausnahme dann Spezialdienste eng begrenzt, dann gehen wir davon aus, dass dieses Nebeneinander von Spezialdiensten und Internetzugangsdiensten, natürlich sind das Röhren, die immer weiter wachsen werden. Ja, also wir gehen davon aus, dass von der Kapazitätsplanung her, von der Netzplanung, von den Ressourcen her, die Dinge nicht zu einer wahnsinnigen Kapazitätsauslastung führen, dass nun beispielsweise Teledienste nicht möglich wären oder dass es zu Notfallsituationen kommt. Okay, dann haben wir die Fragen vom Kollegen Klingbeil für Herrn Lohninger, Herrn Dr. Rohleder und Herrn Sander, ausnahmsweise drei. Genau. Herr Lohninger, bitteschön. Vielen Dank. Ja, die Frage ist, die erste Frage war, was Spezialdienste im allgemeinen Interesse sind. Ist eine gute Frage, weil der Kernpunkt ist ja, wer trifft diese Entscheidung und wäre es überhaupt in einem europäischen Rahmen möglich, diese Entscheidung so eindeutig zu treffen, auch wenn man hier Ermessensspielraum für die Regulierungsbehörden offen lässt, ist es fraglich, ob das ein kluger und zukunftssicherer Ansatz ist. An sich, wir haben eigentlich die Lösungen am Tisch, wie ich es eingangs schon erwähnt habe, ein technisches Kriterium, das einfach diese Dienstklasse nur dort zur Verfügung stellt, wo das Best-Effort-Internet nicht die technischen Vorbedingungen für solche Dienste liefert, wäre ein Zugang, der den gesamten Innovationsraum der Spezialdienste ermöglichen würde und gleichzeitig aber auch den Best-Effort-Bereich, der sich einfach in den letzten 25 Jahren sowohl ökonomisch wie auch gesellschaftspolitisch bewiesen hat, als größter Mehrwerttreiber einfach zu erhalten. Was ja auch der Kern der ganzen Netzneutralitätsdebatte ist, ist das applikationsagnostische Prinzip, was wir mit so einer Regelung von öffentlichem Mehrwert auch in Frage stellen würden. Grundsätzlich besagt dieses Prinzip, dass das Netzwerk sich nicht um die Inhalte der Pakete kümmert, dass es einfach gewisse Entscheidungen über die Integrität, Bedeutung und auch Legalität von Paketen einfach den Applikationen überlässt. Wenn wir nun aber auf Netzseite anfangen, diese Unterscheidungen zu etablieren, verlieren wir genau diese Neutralität des Netzes, die es derzeit möglichen und auch zukünftigen Diensten erlaubt, darauf aufzubauen. Das heißt, die Zukunftssicherheit des Netzwerks wird grundsätzlich in Frage gestellt, wenn wir anfangen, mit Telekom-Regulierung Inhaltskomponenten ins Netz hineinzutragen. Eine Einzelfallregelung wäre trotzdem denkbar, wobei auch hier wiederum mit Sicht auf die europäische Regelung glaube ich nicht, dass das praktikabel ist. Wir haben im Moment ja auch, wenn wir uns die europäischen Vorschläge im internationalen Vergleich anschauen, nirgendwo sonst diesen Ansatz, dass man Spezialdienste konkret definiert. In den Netzneutralitätsgesetzgebungen, die sich bereits bewiesen haben, in den Niederlanden, in Slowenien, in Kanada, hat es nirgends eine Definition von Spezialdiensten gebraucht. Alleinig der Vorschlag der Kommission hat eine konkrete Definition geliefert, mit der wir jetzt auch sicherlich umgehen müssen. Aber es ist
im Hinblick auf die Kernthematik, wie wir es auch in der amerikanischen Regelung sehen, durchaus auch eine gängbare Praxis, dass man einfach sagt, derartige andere Dienste dürfen einfach nicht Netzneutralitätsregelungen umgehen. Um gleich auf die zweite Frage zu kommen, die Bewertung der Positionierung der deutschen Bundesregierung. Ich sage es ehrlich, ich bin nicht glücklich mit dieser Positionierung, weil auch hier ist die Frage, wenn es eine Gleichbehandlung innerhalb von Dienstklassen geben soll, wer definiert diese Dienstklassen? Auch das ist kein applikationsagnostischer Ansatz. Und an sich muss man auch sagen, dass sich die deutsche Bundesregierung hier im Rat ja auch nicht durchgesetzt hat, sondern dass es dann eher die Briten und die Spanier und die Italiener waren, die den Ton angegeben haben. Und jetzt sind die Positionierungen sehr zugespitzt. Vor allem die lettische Ratspräsidentschaft versucht sich eigentlich gar nicht zu bewegen. Das Parlament hat immer wieder sich auf die Position des Rates zubewegt. Und wenn wir jetzt noch eine Regelung, eine sinnvolle Regelung erzielen wollen, dann muss es entweder jetzt noch im Juni oder in den ersten zwei Monaten unter der luxemburgischen Präsidentschaft zu einer Einigung kommen. Ansonsten verzögert sich die gesamte Digitalstrategie der Kommission. Und falls das passiert, dann haben wir die große Problematik, dass dann eine neue europäische Regelung wahrscheinlich erst im Rahmen dieser Digitalstrategie oder im Rahmen der Telekom-Regulierung kommen wird, also der Novellierung 2016 des gesamten Rechtsrahmens. Und das würde die große Gefahr in sich bergen, dass wir bis 2018 in Europa keine wirklich gesetzliche Festschreibung des Themas haben. Und das führt wiederum dazu, dass der Markt einfach viel zu lange die Zeit bekommt, selbst Fakten zu schaffen. Und gerade im Hinblick auf das, was jetzt in den USA passiert, in diesem internationalen Trend, glaube ich, sollten wir da unbedingt davon Abstand halten. Herr Dr. Rohleder. Ja, Klingmann, das allgemeine Interesse, das kennen Sie mit Sicherheit besser als ich. Und wir haben einen breiten Ansatz und von allgemeinem Interesse sollten alle Dienste sein, die wohlfahrtsstiftend sind. Also explizit nicht nur Notfalldienste, Sicherheitsdienste, sondern auch Dienste für die Industrie, für Industrie 4.0 oder auch Dienste zum Beispiel für junge Unternehmen, die Bandbreiten oder spezielle zugesicherte Qualitäten brauchen. Und mit dem Ansatz, meinen wir, können wir durchaus arbeiten, wenn eine ausreichend granulare Klassifizierung der einzelnen Dienste in diesem Bereich dann auch möglich sein wird. Und Herr Sander, bitte. Ich versuche mich kurz zu fassen. Der Herr Lohninger hat es ja schon angedeutet, dass sich eben die Äußerungen, die von der Bundesregierung gemacht wurden, nicht in den Texten, die am Ende des Tages jetzt vorliegen, widerspiegeln. Und das ist natürlich ein immenses Problem. Und ich möchte auch nochmal darauf hinweisen, dass halt eben das breitflächige Einführen von Spezialdiensten schlussendlich dazu führt, dass eben auch dieses Best-Effort-Internet, wie wir es heute kennen, durch die zukünftigen Bedarf oder durch den zukünftigen Bedarf einfach immer weiter absinken wird. Und das ist natürlich ein Problem. Also es mag vielleicht heute kurzfristig funktionieren, langfristig jedoch kann das nicht die Möglichkeit sein, weil dann nur noch irgendwie Spezialdienste die Dienste sind, die überhaupt brauchbar sind, weil Dienste aus dem Best-Effort-Netz, wie wir es jetzt kennen, einfach unbrauchbar werden. Und deswegen, wie gesagt, sehen wir halt eben das Erlauben von Spezialdiensten eben nur in sehr engen, wie schon ausgeführten Grenzen für sinnvoll. Herr Dr. Scott und Herr Dr. Eschweiler beantworten die Fragen bitte von Herrn Kollegen Janicek. Thank you very much for your question. Vielen Dank für Ihre Fragen. Die Frage war ja, wie die Entscheidung des der Regulierungsstelle FCC die Spezialdienste nutzt, beziehungsweise wie sie damit umgeht und ob die Marktstruktur in den Vereinigten Staaten sich grundlegend von der in Europa unterscheidet. Ich glaube eigentlich nicht. Die Marktstrukturen sind die gleichen. Es sind eigentlich die gleichen Märkte. Und deswegen würde ich es für problematisch erachten, wenn die eingeschlagene Richtung der USA und Deutschlands oder Europas bei der Netzneutralität diametral entgegengesetzt wäre. Interessant an der Entscheidung der FCC ist die Begründung für die Netzneutralität und die entsprechende
entsprechenden Rechtsvorschriften und auch und dass die die gleich ist, die identisch ist mit der Begründung für die Spezialdienste. Das basiert auf dem, was man bei der FCC den sogenannten Tugendkreis nennt, also das Gegenteil eines Teufelskreises. Die Geschäftsmodelle sollen darauf basieren, Inhalte bzw. Content-basierte Dienstleistungen zu monetarisieren und nicht unbedingt Bandbreiten. Das heißt, sie wissen, was funktioniert. Wir haben einen sehr innovativen Internet, ein Internet, und das hat dazu geführt, dass wir weltweit führende Unternehmen haben, und das sollte weiter fortgesetzt werden. Das Internet sollte offen sein und neutral sein. Wenn Anbieter neue Dienstleistungen anbieten möchten, die nicht Internetdienstleistungen sind und sie auf der gleichen Infrastruktur anbieten wollen, so ist das aus Sicht der Regulierungsbehörde in Ordnung, solange das nicht in die Offenheit des Internets eingreift. Und wenn das Ganze sich nicht gegen den Wettbewerb auswirkt, also nicht wettbewerbsschädlich ist für Dienstleistungen, die anderweitig über das Internet angeboten werden. Es gibt jedoch so wenig Beispiele für tatsächlich existierende Spezialdienste, dass man kaum sagen kann, wie dieser Markt aussieht. Die werden im Beschluss der FCC nicht ausgeschlossen. Das heißt, nur wenn Sie damit Fernsehdienste meinen, wunderbar. Wenn Sie damit Voice over the Internet anbieten wollen, wunderbar. Wir wissen, wie sie aussehen. Zum Teil werden sie über Standleitungen, über eigene Infrastrukturen angeboten. Zum Teil gibt es dafür einen anderen technologischen Kanal auf der gleichen Infrastruktur, der aber logisch getrennt ist. All das ist bekannt, und neue Dienstleistungen, die auf diese Art und Weise angeboten werden, werden vermutlich die Genehmigung bekommen. Die FCC hat eine sehr intelligente Art und Weise, die Spezialdienste einzugrenzen. Die Regulierungsbehörde sagt, wenn sie etwas Kontroverses machen, wird es halt letztendlich eine Beschwerde geben. Und dann werden wir eine Einzelfallbewertung ihrer Dienste durchführen, und dann müssen sie nachweisen, warum sie hier eine spezialisierte Dienstqualität brauchen. Sie haben nachgewiesen, dass sie in diesem Fall nicht versuchen, einen Wettbewerbsvorteil gegenüber einem Dienst zu bekommen, der ansonsten über das Internet angeboten wird. Und ich glaube, dass man auf diese Art und Weise wunderbar den Markt kontrollieren und regulieren kann, denn nervöse Anwälte im Telekommunikationsbereich werden darüber wahrscheinlich ein großes Geschäft machen mit Diensten, die mittelfristig als unrechtmäßig eingestuft werden. Ich glaube, das ist in diesem Fall eine Strategie. Es ist vielleicht nicht ganz so deutlich, wie ich es formuliert hätte, aber die haben sich da doch eine ganz gute, sie haben sich Mühe gegeben und das relativ gut gemacht. Zunächst möchte ich aber noch mal, was eben angeklungen ist, auf die Position der Bundesregierung zurückkommen, wenn Sie erlauben, bevor ich die Frage beantworte. Weil entscheidend ist ja nicht die Position, die im Rat eingenommen wird, von allen also wie die Mehrheit im Rat entscheidet, sondern entscheidend ist im Trilog, wie sich die Kompromissfindung gestaltet zwischen Rat, Parlament und Europäischer Kommission. Insofern ist halt die deutsche Position, das ist der Charme nochmal der deutschen Position, die halt zur Kompromissfindung dienen könnte. Also insofern möchte ich nochmal ganz deutlich die deutsche Position verteidigen, weil sie sich in der Mitte aufstellt zwischen all den Positionen, die vertreten werden. Und ich habe eben ja ausgeführt, wie schwierig es ist im Rat bei den eben angeklungenen schwedischen, englischen und vor allen Dingen auch den spanischen Positionen eine Position dann zu kommunizieren, Mehrheiten zu organisieren. Insofern, dafür gibt es ja den Trilog, um Kompromissfindungen zu erzielen. Insofern sollten wir das Ergebnis des vierten Triloges abwarten. Zur konkreten Frage Bewertung Spezialdienste im allgemeinen Interesse ist ja schon vieles ausgeführt worden. Wenn man auf den deutschen Ansatz rekurriert, gibt es ein Nebeneinander von Spezial- und Internetdiensten, und das ist bei richtiger Kapazitätsauslastung auch möglich, das habe ich ja auch schon ausgeführt. Entscheidend ist die Frage der engen Definition. Und da ist der deutsche Vorschlag auf einem richtigen Weg. Entscheidend ist, Spezialdienste sehr präzise eng zu definieren. Vielen Dank. Damit kommen wir zur zweiten Runde, und ich weise noch mal darauf hin, da wird gleich unmittelbar geantwortet. Als erstes hat das Wort der Kollege Nick von der CDU-CSU-Fraktion. Bitte schön. Ja, Herr Vorsitzender, liebe Sachverständige, vielen Dank für die vielen hilfreichen Beiträge. Ich würde gerne noch mal in dieser zweiten Runde noch mal einen Schritt zurück machen von den von den sehr detaillierten Diskussionen, die wir bisher hatten, und noch mal die Grundfrage in den Raum stellen. Reden wir eigentlich über im Kern eine technische Problemstellung oder eine wirtschaftliche?
Und führen wir nicht teilweise eine Diskussion, die dann auch als bürgerrechtliches Thema ein bisschen Overlay bekommt, die am Kern dann auch eine sehr wirtschaftliche ist? Ich würde gerne noch mal die Frage etwas zugespitzt in den Raum stellen. Reden wir nicht so lange über ein Scheinproblem, solange wir ausreichende technische Übertragungskapazitäten haben oder bekommen werden? Und ist das eigentliche Problem eine Frage der mangelnden Kapazität oder im wirtschaftlichen Bereich vor allen Dingen eine Frage der vertikalen Integration von Anbietern? Ich würde mal die These in den Raum stellen. Frage richtet sich insbesondere an Herrn Scott und Herrn Rohleder. Als Gesetzgeber muss ich eigentlich drei zentrale Ziele eigentlich an dieser Stelle verfolgen. Ich möchte Innovation sicherstellen, ich muss ausreichende Kapazität sicherstellen und für beides brauche ich eigentlich ein Mindestmaß an Wettbewerb, und zwar Wettbewerb um Infrastruktur und Wettbewerb auf Infrastruktur. Insofern tue ich mich immer ein bisschen schwer, wenn wir das Thema Netzneutralität in Isolierung diskutieren von der Frage des sonstigen Kontexts und Wettbewerbs, in dem wir da unterwegs sind. Es sind Analogien zu Strom und Bahn und anderen netzgebundenen wirtschaftlichen Betätigungsfeldern sind ja auch schon gebracht worden, wo wir auch Modelle von technischer Neutralisierung, von wirtschaftlicher Neutralisierung auch unterschiedlich versucht haben, auch in unterschiedlichen Ländern mit verschiedenem Erfolg. Für mich scheint, bin jetzt aber auch weniger Techniker und mehr Ökonom, schon die Frage, ist nicht die vertikale Integration das Hauptproblem und die Wettbewerbsbeschränkung, die daraus resultiert, wenn jemand, der Netzbetreiber ist, auch unmittelbar bei bestimmten Services konkurriert. Ich füge mal hinzu, das gilt umso mehr, wenn ich über historische Monopolstrukturen spreche, die sehr stark darauf ausgelegt sind, zunächst mal den Wert begrenzter Kapazität auch wirtschaftlich zu maximieren, was aus Sicht des Unternehmens ein legitimes Eigeninteresse ist, muss aber nicht das Interesse des Gesetzgebers an dieser Stelle sein. Und dann mal die Diskussionen, die wir über die Frage Netzausbaustrategien führen, auch in der Frage Kupfer versus Glasfaser, geht ja auch ein bisschen in die Frage, geht es am Ende mehr darum, beschränkte Kapazität für ein Unternehmen wertmaximierend einzusetzen oder wie schaffe ich Anreize so, dass ich möglichst viel Kapazität im Markt habe, dann habe ich auch mit Netzneutralität kein Problem, jedenfalls faktisch kaum eines. Dann muss ich aber sicherstellen, dass auf dieser Infrastruktur der Wettbewerb auch weiter funktioniert. Das würde ich gerne noch mal aus der Sicht sowohl von Herrn Scott als auch von Herrn Rohleder auch noch mal beleuchtet haben. Very interesting question. Das ist eine sehr interessante Frage, die Sie gestellt haben. Und Sie haben vollkommen recht mit Ihrer Feststellung, dass hier sehr viele Themen verquickt werden. Wenn man mal an den Anfang der Netzneutralitätsdebatte zurückgeht, dann stellt man hier fest, dass eine Diskussion darüber geführt wurde, wie man Engpässen entgegenwirken kann. Nicht ausreichende Kapazitäten, um auf der anderen Seite den boomenden Markt der Content-Dienste zu bedienen. Das gilt zumindest für die Vereinigten Staaten. Das ist eine große Hürde, insbesondere für Telefonunternehmen, die alte Kupferinfrastrukturen haben mit unzureichender Kapazität. Das waren so die guten alten Zeiten, wo man noch keine Möglichkeiten hatte, über die Kapazitäten der Kupferleitung hinauszugehen oder diese zu ertüchtigen. Die Frage, die sich jetzt stellt, ist natürlich, ob man solche Engpässe monetarisieren kann. Das bedeutet, wie man eine solche Hürde letztendlich zu einem Wert oder einem Vorteil machen kann. Das ist dann letztendlich auch eine technische Frage. Wenn man keine Engpässe hat, im Netz hat, dann kann man nichts verkaufen, denn dann gibt es auch nichts, was man verkaufen und kaufen könnte, denn dann könnte man letztendlich ja keinen priorisierten Zugang über den beschränkten Zugang kaufen. Wenn ich jetzt in diesem Fall einen Internetzugang hätte mit null Latenz und uneingeschränkten Kapazitäten, dann hätte man diese Diskussion über diese Netzneutralität gar nicht mehr. Ja, wie kommt man dahin? Das ist das Hauptproblem. Das Ganze wird aber verschärft durch Monopole und durch die vertikale Integration. Und beide sind auf dem US-amerikanischen Markt viel schärfer. Denn wir haben im US-amerikanischen Markt die Situation, dass wir Internetanbieter haben, die gleichzeitig auch sehr bekannt und erfolgreiche Content-Anbieter besitzen und betreiben. Geht man mal zur Preisfrage. Also gehen wir mal davon aus, dass man in diesem Fall nur beschränkte Kapazitäten hätte. Dann ist die Vermarktung und Bepreisung der eigenen Contents natürlich die Priorität. Die Anzahl der Anbieter, die Zugang bieten, ist eine Frage. Das hilft
hilft vielleicht hier, aber es kann nicht das Problem der Netzneutralität umgehen oder lösen. Das hilft, weil in diesem Fall der Besitzer der Infrastruktur einen Anreiz hat, die verfügbare Bandbreite zu erhöhen, um es gleichzeitig mehr Wettbewerbern anbieten zu können. Das ist der Tugendkreis, der förderliche Kreis der FCC. Und ich denke, dass man umso mehr Anbieter man hat, umso weniger Probleme hat man mit der Netzneutralität. Aber nichtsdestotrotz glaube ich, dass selbst wenn man einen guten Wettbewerb hat, es sinnvoll ist, den Grundsatz der Netzneutralität gesetzlich zu verankern. Ja, es ist schon einiges eben gesagt worden von Ben Scott. Selbst wenn wir unbegrenzte Bandbreite über Glasfasernetze 5G oder Nachfolgegeneration zur Verfügung haben werden und 5G wird 100 Gigabit in der Zelle können, also wir reden über eine ganz andere Situation, werden wir Qualitätsdienste brauchen. Und wir werden vor allem Netzwerkmanagement brauchen. Also die deutschen Telekommunikationsnetze verbrauchen 2% der Energie, weil sie permanent Tag und Nacht unter Volllast fahren, Tag und Nacht. Und wir haben mittlerweile Technologien zur Verfügung, wo wir Bestandteile der Netzinfrastruktur runterfahren können, sehr schnell wieder hochfahren können oder auch mal ganz abschalten können in den Niedriglastzeiten. Und dafür brauchen wir Netzwerkmanagement. Und die Frage müssen wir uns schon stellen, ob wir das unmöglich machen wollen, weil wir prinzipielle Bedenken gegen Netzwerkmanagement, wie sie eben hier geäußert wurden, haben, oder ob wir nicht zu einer neuen Abwägung dieser Rechte, nämlich der Rechte auf Informationszugang und wie sie von vielen auch proklamiert werden, auch von uns, auf den Zugang zum Best-Effort-Internet abwägen gegen das Recht auf eine gesunde Umwelt und gegen die Pflicht, den Energieverbrauch in Deutschland zu reduzieren. Also, bitte? Die Frage von Ihnen, die ist von Ben Scott, dachte ich, weitgehend beantwortet worden. Mir ging es darum, nochmal deutlich zu machen, dass wir hier andere Herausforderungen haben. Sie haben zwei ja geschildert, nämlich das Thema Kapazitäten, das Thema Innovation. Und die Frage, die sich uns stellt, ist in der Tat, wie wir über Netzwerkmanagement und Qualitätsdienste auch dafür sorgen, dass wir weitere gesamtgesellschaftliche und politisch relevante Ziele erreichen. Aber im Grundsatz ist natürlich, und da bin ich ganz bei Ben Scott, ist es natürlich wichtig, dass wir durch eine grenzenlose Bandbreitenverfügbarkeit, die wir mit Glasfaser darstellen können, diese zwei wesentlichen Herausforderungen, Innovation und Kapazität, gelöst haben, damit aber aus der Diskussion um Netzneutralität und Netzwerkmanagement nicht raus sind. Die werden wir weiterführen müssen. Und das ist so mal ein bisschen der Meinungsunterschied dann auch zu Ihnen. Die Kollegin Kampmann für die SPD-Fraktion hat das Wort. Bitte schön. Ja, vielen Dank. Derzeit sind wir ja noch weit von genügend Bandbreiten entfernt. Und ich möchte auch ein bisschen an das anknüpfen, was Dr. Nick gesagt hat, und habe zwei Fragen an Herrn Dr. Rohleder. Denn ich glaube, wir müssen uns auch über die Frage unterhalten, ist die gesetzliche Festschreibung der Netzneutralität ein Vorteil für die Wettbewerbsfähigkeit in Zeiten, wo wir einen internationalen Trend, Herr Lohninger hat es eben beschrieben, zur gesetzlichen Festschreibung von Netzneutralität haben und wo es dann eben auch um die internationale Konkurrenzfähigkeit geht? Oder ist es eben ein Hindernis? Und Herr Dr. Eschweiler hat es am Anfang als Spagat, vielleicht auch als vermeintlichen Spagat beschrieben, nämlich einmal eben den freien und diskriminierungsfreien Zugang als Grundvoraussetzung für gesellschaftliche Teilhabe. Und auf der anderen Seite eben, das ist ja auch ein gesetzliches Ziel, dass wir keine neuen Geschäftsmodelle verhindern wollen. Und Sie haben eben dann das internationale Argument gebracht, Herr Lohninger. Dr. Scott hat gesagt, ja, in den USA, da gibt es aber auch noch keine Reduzierung der Innovationsbereitschaft. Und mich würde einfach mal interessieren, Herr Dr. Rohleder, wie Sie vor dem Hintergrund dieser beiden Argumentationen diesen möglichen Spagat bewerten, was Sie dazu sagen. Und ich würde als Zweites auch gerne noch auf das eingehen, was Herr Lohninger eben gesagt hat, weil Sie die Gesundheitsdienste ja auch benannt haben. Und ich habe mir auch immer die Frage gestellt, wofür ist es denn ganz genau tatsächlich von Vorteil, wenn wir die dann als Spezialdienste oder wie immer man es nennt, bezeichnen? Und wo können wir da tatsächlich Vorteile generieren? Weil ich finde, das ist für uns als Gesetzgeber natürlich eine unglaublich wichtige Frage. Wurde das einfach so reingebracht? Oder gibt es da wirklich ganz konkrete Vorteile, die wir dann eben auch entsprechend gesetzlich festschreiben müssen? Herr Dr. Rohleder. Ja, die Frage gesetzliche Festschreibung, internationaler Wettbewerbsvorteil. Wir haben uns natürlich auch angeguckt, was in den viel zitierten Ländern in den Niederlanden passiert. Da gibt es jetzt zwei Fälle, die sind vor Gericht und wir haben uns angeschaut, um was geht es da genau. Einmal KPN, die haben kostenloses WLAN an Flughäfen
angeboten, aber drei Netzdienste nicht zugänglich gemacht. FTP-Server, BitTorrent und IP-Telefonie. Und dieser Dienst wurde unter Strafe verboten. Die mussten 52.000 Euro bezahlen. Jetzt frage ich Sie, macht das Sinn? Macht das wirklich Sinn, mit Bezug auf die Netzneutralität einen solchen Dienst zu verbieten, der kostenlos ist für alle Nutzer, die kostenlos am Flughafen das Internet nutzen können? Würde ich sagen, das macht keinen Sinn. Da haben wir mit der Regelung, die wir hier derzeit in Deutschland haben, definitiv einen Wettbewerbsvorteil, zumindest in dem Sinne, als wir auch in Flughäfen effizient und kostenfrei das Internet nutzen können. Der zweite Fall Vodafone war genauso hanebüchen wie dieser erste Fall. Also insofern ist es aus unserer Sicht auch etwas fragwürdig, genau diese Länder jetzt heranzuziehen, um zu sagen, das tut doch gar nicht weh, wenn man Netzneutralität festschreibt. Wir stellen fest, dass wir derzeit kein Problem haben mit Diskriminierung, auch weil wir ein funktionierendes Wettbewerbsrecht und weil wir funktionierende Wettbewerbsbehörden haben, die darauf achten, dass es keine willkürliche Diskriminierung gibt. Und alles, was wir uns wünschen, ist, dass wir diese Situation, wie wir sie jetzt haben, dass wir diese Situation fortführen können und so schnell wie möglich dafür sorgen, dass wir bessere Bandbreiten auch in der Fläche bekommen und damit das Problemfeld Netzneutralität, so wie es wahrgenommen wird, reduzieren. Die Unternehmen sind, ich habe vorhin hingewiesen auf das Thema der Planungssicherheit, sind im Moment sehr zurückhaltend. Es würde mit Sicherheit schon Dienste geben, zum Beispiel für Gamer oder auch Gesundheitsdienste oder Sicherheitsdienste für das Connected Home, wenn die Unternehmen wüssten, sie können sie auch morgen noch im Markt haben. Aber die Verunsicherung im Markt ist derzeit sehr groß, weshalb die Unternehmen sehr zurückhaltend sind, solche Dienste in den Markt zu geben. Wenn sie wüssten, sie können mit einer solchen Innovation auch am Markt bleiben, dann bin ich mir sicher, wird es diese Dienste auch sehr schnell geben. Nächste Wortmeldung, Kollegin Wawczyniak. Ich habe dann zwei Fragen an Herrn Rohleder, will aber nur zu den Gesundheitsdiensten noch mal auf den Brief hinweisen, den ich vorhin zitiert habe. Das war ja ein Start-up aus dem Gesundheitswesen und will Herrn Eschweiler noch mal sagen, dass ich nicht so richtig verstanden habe, warum man zwei Röhren machen muss statt einer großen Röhre. Aber ich will Herr Rohleder jetzt doch noch mal zwei Fragen stellen. Das eine ist, Sie haben vorhin gesagt, Spezialdienste soll alles das sein, was wohlfahrtsfördernd ist. Also da kann ich Ihnen immer eine Definition geben für alles, was wohlfahrtsfördernd ist. Das kriege ich ganz schnell hin. Dann hätten wir aber nur noch Spezialdienste. Deswegen wäre also erstens meine Frage, wer soll das überhaupt definieren? Also weil wohlfahrtsfördernd, das ist so unbestimmt, also wirklich, da kann ich alles mit begründen. Und das Zweite ist, Sie haben vorhin gesagt, dass vor allen Dingen junge Unternehmen zugutekommen soll. Jetzt ist aber meine Frage, wo sollen denn die jungen Unternehmen das Geld herbekommen? Also jetzt beantwortet Herr Zombeck schon die Frage. Aber dann greife ich das einfach mal auf. Ist es denn, wenn man jetzt sozusagen also irgendwelche Fördergelder gibt, ist es denn wirklich sinnvoll, Spezialdienste, wohlfahrtsfördernde Spezialdienste mit Fördergeldern zu stopfen, damit sie extra Leitung bezahlen? Also irgendwie macht es nicht so richtig Sinn aus meiner Sicht. Und da der Kollege Jazomek das dann nicht umfassend beantwortet hat, muss Herr Dr. Rohle da nochmal eingreifen. Bitte schön. Also es wundert Sie ja nicht, dass wir mit einem breiten Ansatz der Spezialdienste in die Diskussion gehen und dort nicht nur Sicherheits- und Notfalldienste darunter fassen würden, sondern auch Dienste, die einfach eine Nachfrage erfahren im Markt. Und IPTV ist ein solcher Spezialdienst, der in Deutschland ja möglich ist. Aber wenn Sie diesen Dienst verunmöglichen, indem Sie ihn letztlich verbieten durch eine entsprechende Regelung der Netzneutralität, heißt sie, dass Sie das Thema IPTV vom Markt nehmen müssen. Und das ist eine Frage, die müssen Sie sich stellen als Politiker, ob Sie IPTV verbieten wollen. Was damit verbunden wäre, dass Sie eine scharfe Netzneutralitätsdefinition, wie sie hier in der Diskussion war, in ein entsprechendes Gesetz oder in eine Verordnung umsetzen. Und was sich die jungen Unternehmen, die Frage, die sie sich heute stellen müssen, wenn sie einen entsprechenden Videodienst zum Beispiel anbieten, ist, wie
wie bringen Sie diesen Videodienst in die Netze rein letztlich. Und das funktioniert heute über Standleitung mit garantierten Qualitäten. Und das wäre aber auch möglich, gerade dort, wo es eine gute Glasfaserversorgung, die es ja in einigen Städten, wie zum Beispiel in Köln heute bereits gibt, das wäre auch möglich durch eine entsprechende zugesicherte Qualität im Best-Effort-Internet über einen einschlägigen Spezialdienst. Und das sind Dinge, von denen wir meinen, die müssen möglich sein, die müssen möglich gemacht werden und die sind insgesamt wohlfahrtsstiftend. Natürlich sind wir mit einer breiten Definition hier letztlich in einer Pflicht auch der politischen Entscheidungsträger, also insbesondere auch von Ihnen, so granular zu definieren, dass wir alle Dienste abdecken, die aus Ihrer Sicht in diese Definition dann hineingehören. Das ist keine einfache Aufgabe, aber ich meine genau, das ist eine typisch politische Aufgabe. So, nächste Wortmeldung, der Kollege Janicek, bitte. Ja, da will ich auch nochmal nachhaken, da habe ich ein bisschen aufgemerkt bei dem Thema Wohlfahrt, Industrie 4.0 und das sind dann auch Spezialdienste, weil die Definition ist ja fast so weitgehend wie alles, was wirtschaftliches Wachstum in irgendeinem Sinne bewirken könnte, ist dann Spezialdienst und dann haben wir natürlich eine Situation, die eine völlige Aufhebung der Netzneutralität bedeuten würde, wobei ich auch schon die Meinung teile, das will ich ganz klar sagen, dass wir überhaupt keine Einschränkung machen sollten, weil ich glaube, wir sollten das anders machen und deswegen frage ich Sie da nochmal nach, haben Sie da in Ihrem Verband entsprechende Diskussionen, wie ist das bei den Mitgliedern, ist das jetzt die Haltung, die Sie vertreten, zu sagen, wir müssen wirklich das Prinzip aufbrechen, um dann vielleicht auch für Teile Ihrer Mitgliedschaft dann bestimmte Dienste zu ermöglichen, aber ich glaube, die sind ja immerhin einer der Spitzenverbände der Digitalwirtschaft, dass das dann keine Position wäre, die sehr, sehr klug wäre für die gesamte Diskussion. Aber das ist ein Kommentar, das andere war die Frage. Zu Herrn Scott nochmal die konkrete Nachfrage eben, ist denn eine Priorisierung ohne Beeinträchtigung technisch überhaupt möglich? Also können Sie das beantworten? Und auch nochmal mit Blick auf die USA, also diese Specialized Services, Sie haben ja gesagt, es gibt eigentlich keine Definition per se in den USA. Es gibt es denn überhaupt kritische Dienste, die dann solcher Diensteklassen, wie hier in Deutschland, Europa diskutiert wird, bedürfen? Wird ja viel argumentiert mit Live-Operationen oder Internet für intelligente Autos. Ich meine, wenn man jetzt sehr zynisch wäre, dann müsste man sagen, im Bereich der Pornografie, da gibt es ja auch ein paar Möglichkeiten, dann da Specialized Services zu definieren. Das wäre dann auch eine Frage, wo da der Traffic herkommt. Aber das jetzt nur als Bonmot am Schluss. Also wir wissen ja, wo der Traffic im Netz auch herkommt zum Teil. Vielleicht können Sie darauf nochmal rekurrieren. Das habe ich jetzt richtig verstanden, Herr Dr. Rohleder und Dr. Scott, ja? Bitte schön. Dass es Spezialdienste gibt, das schließt ja das Best-Effort-Internet nicht aus. Dazu bekennen wir uns ausdrücklich und wir bekennen uns auch dazu, jährlich Milliardenbeträge ins Best-Effort-Internet und in seine Infrastruktur zu investieren. Aber weshalb soll einem Online-Gamer nicht ein Dienst angeboten werden, der ihm garantiert, dass er nahe null Latenz hat, weil er das braucht für irgendein blödes Online-Spiel? Warum nicht? Und wenn ein Online-Gamer sagt, das ist mir 10 Euro im Monat wert und dafür hat er diese Garantie, dann kann ihm diese Garantie auch angeboten werden. Aber dazu muss es eine entsprechende rechtliche Möglichkeit geben. Und ich schließe an, ich bin selbst überhaupt kein Online-Gamer. Das interessiert mich persönlich überhaupt nicht. Aber ich weiß, dass es Millionen von Online-Gamern in Deutschland gibt, die daraus eine angenehme Unterhaltung und auch Spannung beziehen. Und ich meine, dass wir hier in der Tat die technischen Möglichkeiten, die wir haben, auch nutzen sollten. Immer vorausgesetzt, dass das Best-Effort-Internet parallel zu Spezialdiensten ausgebaut wird. Und das ist ein ganz klares Bekenntnis unserer Mitglieder. Dr. Scott, bitte. To your question about ja, in Antwort auf Ihre Frage, ob eine Priorisierung, eine Anwendung eines Dienstes möglich ist, ohne Beeinträchtigung anderer Dienste. Ich kann nur sagen, nein, allgemein ist es nicht möglich, wenn man die gleiche Infrastruktur benutzt, wenn man die gleiche Bandbreite nutzt, dann ist es nicht. Es geht gerade darum bei der Priorisierung. Darum geht es. Es gibt ein technisches Problem, es gibt mehr Pakete, die versuchen, durch einen Router zu kommen,
als überhaupt durchpassen können. Und wenn man zahlt für eine Priorisierung, dann sagt man, ich möchte hier Priorität genießen, bevorzugt werden. Und dann kann man zum Anfang der Schlange sozusagen gehen. Die anderen stehen am anderen Ende der Schlange. Dann gibt es Pakete, die zu lange warten und sie fallen runter. Sie kommen überhaupt nicht durch diese Engpässe. Wenn man also sowas verkauft, dann diskriminiert man gegen bestimmte Verkehre im Internet. Das passiert jeden Tag in jedem Netz und auch trotz der Steuerung der Netzwerke, die es heutzutage schon gibt. Es gibt Engpässe. Die Frage lautet aber, ob man eine Firma gründen kann auf der Grundlage dieser Priorisierung oder sollte das nur dann möglich sein, wenn es technisch unabdingbar ist. Wenn zum Beispiel um 17 Uhr alle dieses Gebäude lassen, dann wird es Engpässe geben in der Nähe dieses Gebäudes. Niemand muss aber mehr zahlen, um trotzdem ins Netz zu kommen zu diesem Zeitpunkt. Es gibt also gute technische Gründe, die Netzwerke zu steuern. Wenn man aber ein Geschäftsmodell auf diese Grundlage aufbaut, dann führt das zu einer Diskriminierung auf den Märkten, die man dann nicht mehr rückgängig machen kann. Zweite Frage zum Thema Spezialdienste. Es kann Spezialdienste geben, wenn es eine technische Trennung gibt von der Bandbreite des Internets. Zum Beispiel viele Glasfaserbetreiber machen das im Fernsehbereich so, indem sie eine ganz getrennte Infrastruktur haben. Und dann gibt es keine Zusammenstöße sozusagen. Das ist auch möglich mit dem Internet, indem man eine bestimmte Bandbreite reserviert für bestimmte Dienste. Über diese Lösung wurde nachgedacht von der FCC. Die FCC sagt, wir wissen nicht, wie sich die Situation weiterentwickeln wird. Es gibt neue Dienste, E-Gesundheit zum Beispiel, Voice-over-IP. Diese Sachen werden sich weiterentwickeln. Sie können nochmal auf uns zurückkommen. Das ist die Haltung der FCC. Sie können zu einem späteren Zeitpunkt nochmal anfragen, ob das möglich wäre. Das sind aber Ausnahmen. Die sollen nicht die Regel darstellen. Und darum geht es eben bei der Entscheidung der FCC. Herr Dr. Eschweiler, Sie hatten eine Bemerkung oder habe ich eine Frage? Ja, ich wollte nur eine ganz kurze Replik geben auf das Bild mit den zwei Röhren, um das nochmal ganz kurz zusammenzufassen. Also Internetzugangsdienste und Spezialdienste, das sind nur logisch, die beruhen auf einer logischen Trennung der Übertragungswege. Das ist natürlich alles auf einer IP-Infrastruktur. Also das Bild mit den zwei Röhren war also jetzt, wenn Sie so wollen, virtuell gemeint. Aber wenn beide nebeneinander stehenden Dienste wachsen können, dann gibt es in dem Bild kein Kapazitätsproblem, wenn die Netzressource und das Netz, die Netzplanungen vernünftig laufen. Das war mit dem Bild gemeint. Okay? Dankeschön. Gerne. Gibt es weitere Wortmeldungen? Das ist offensichtlich nicht der Fall. Alles tiefgründend erledigt sozusagen. Dann komme ich zu einer umso umfangreicheren Abschlussrunde, die Sie jetzt praktisch in ein Abschlussstatement nutzen können. Und ich fange diesmal bei Dr. Scott an und höre bei Herrn Dr. Eschweiler auf. Herr Dr. Scott, Sie haben die Möglichkeit, ein Abschlussstatement praktisch für diese Debatte zu geben. Bitte schön, Sie haben das Wort. Thank you very much. Very interesting discussion. Vielen Dank. Ich möchte an dieser Stelle sagen, dass es eine sehr interessante Diskussion ist. Als abschließenden Gedanken würde ich vielleicht Folgendes in die Runde stellen. Das ist ein ganz einfacher Gedanke. Der Markt für Innovation bei den digitalen Content-Diensten gehört zu den größten Erfolgsgeschichten, die wir in den letzten 25 Jahren gesehen haben. Und das Ganze basiert ja auf dem Grundgedanken eines nicht diskriminierenden Netzes. Es gibt heute Technologie, die es ermöglichen würde, dass Internetanbieter diesen Markt verändern. Und wir als Verbraucher müssen Entscheidungen treffen, wir als Bürgerinnen und Bürger und auch als politische Entscheidungsträger müssen Entscheidungen treffen. Und da geht es um die Frage, was das Interesse der Öffentlichkeit ist. Mein Argument zur Netzneutralität ist und ist immer gewesen, dass die Infrastruktur unseres Marktes auf der einen Seite eine gewerbliche Infrastruktur ist, ein gewerblicher Markt ist, aber auf der anderen Seite auch öffentliche Interessen berührt sind. Wir brauchen Politiken, die beides gewährleisten. Wir müssen sicherstellen, dass der Zugang
auf diesem Markt reserviert wird, um sicherzustellen, dass dieser Zugang nicht diskriminierend ist. Und gleichzeitig müssen wir sehr vorsichtig sein, Unternehmen und Geschäftsmodelle zuzulassen, die das Internet für ihre Zwecke nutzen würden, für Pay-as-you-play, das heißt für Bezahlmodelle, und damit die Gleichheit zerstören würden, die eine treibende Kraft hinter dem Internet war, seit es es gibt. Vielen Dank. Ich möchte auch nochmal darauf hinweisen, dass im Internet nicht nur Unternehmen unterwegs sind, sondern dass es auch viele nicht kommerzielle Anbieter gibt, die dann eben auch auf diesem Markt sich diese Überholspuren zum Beispiel kaufen müssten, zulegen müssten oder eben schlussendlich nicht mehr gehört werden. Also diese ganze User-Generated Content würde dann schlichtweg wegfallen, würde nicht mehr gehört werden. Und es ist ja auch bezeichnend, dass vor allen Dingen Startup-Verbände sich dafür einsetzen, dass es zu einer gesetzlichen Festschreibung der Netzneutralität kommt. Und also auch was Ben Scott schon gesagt hat, ist eben, dass vor allen Dingen die Online-Wirtschaft für Innovation sorgt, dass eben immer wieder neue Dienste auf den Markt kommen. Und es ist nur schwer vorstellbar, dass etwas wie YouTube zum Beispiel heute existieren würde, wenn es damals eben keine Netzneutralität gegeben hätte und eben dieses IPTV auf Spezialdienste ausgelagert geworden wäre. Denn dann würden wir heute eben YouTube nur noch in ruckelnder Form sehen, und das kann eigentlich nicht das sein. Also Innovation kommt nicht von den Telcos, sondern Innovation kommt eben aus dieser Online-Wirtschaft, und diese muss kreativ bleiben, die ist so groß geworden, weil das Internet eben so organisiert ist, wie es organisiert ist, und an diesem Prinzip sollten wir auch nicht rütteln. Vielen Dank, Herr Sander. Herr Lohninger, bitteschön. So. Vielen Dank. Ja, ich habe auch noch neue Dinge gelernt hier in dieser Debatte. Ich wusste ja schon von unserem Digitalkommissar Oettinger, dass es bei Netzneutralität um perfekte Gleichmacherei geht. Das ist nicht der Fall. Es geht um wirtschaftliche Chancengleichheit und um die Wahl-, Meinungs- und Versammlungsfreiheit im Internet. Es geht sehr wohl um neoliberale Themen, es geht um Wettbewerbsfreiheit, es geht aber auch um die Meinungsfreiheit und gesellschaftliche Teilhabe im Internet. Angeblich ist Netzneutralität jetzt schlecht für die Umwelt. Menschen sterben im Krankenwagen, wenn es Netzneutralität gibt, und die Befürworter sind alle Taliban. Ich glaube, wir sollten zurückkommen zu einer sachlichen Debatte, die überall sonst auf der Welt scheinbar schon gefunden wurde. Wir sollten, und wir sind es uns schuldig, das in Europa auch zu tun. Ich finde es ehrlich gesagt eine Zumutung, wenn einerseits von der Politik gefordert wird, eine Definition von Spezialdiensten zu liefern für eine Verordnung, die für eine 500 Millionen Menschen Gültigkeit hat, und die Industrie sich dann aber weigert, konkrete Beispiele für diese Definition zu liefern. Und dann in der politischen Debatte von manchen Stimmen Beispiele geliefert werden, die in allen diskutierten Vorschlägen gar nicht strittig sind. Das kann nicht die Ebene der Diskussion sein für diese Verordnung, an dessen Abschluss wir alle hoffentlich großes Interesse haben. Wir wissen zum Beispiel von der Deutschen Telekom, dass das Ganze dann am Ende so aussieht, dass mit wenigen Prozent Umsatzbeteiligung sich Diensteanbieter eine Bevorzugung kaufen können. Was das konkret für Startups bedeutet, ist, dass sie von einer europäischen Markteinführung von ihrem Dienst, wie das heute der Fall ist, aus einer Garage heraus mit einem normalen virtuellen Server irgendwo heraus einfach komplett absehen können, weil man dann wirklich eigene Verträge und Verhandlungen mit jedem einzelnen Netzbetreiber führen muss, dessen Kunden man erreichen will. Und damit ist das unteilbare Internet nach dem Ende-zu-Ende-Prinzip einfach Geschichte geworden, wie wir es jetzt zurzeit auch bei Internet.org in einem globalen Maßstab sehen. Auch das Beispiel Gamer, was immer wieder gebracht wurde, finde ich eigentlich recht zutreffend, weil hier sieht man halt auch, dass es nicht um einen gesellschaftlichen Mehrwert geht, sondern einfach um Beispiele, die teils konstruiert sind, vielleicht teils auch wirklich ökonomische Interessen haben. Ich glaube, dass es viele Spielefirmen gibt, die Interesse daran hätten, sich so eine Priorisierung zu kaufen. Die Frage ist, will man diesen Markt an dieser Stelle dermaßen segmentieren, dass zum Nachteil von anderen Diensteteilnehmern dort, wo man eigentlich das Netz ausbauen müsste, in Zukunft einfach die Verknappung zum Geschäftsmodell wird. Wir haben ja auch viel über technische Diskriminierung und technische Priorisierung gesprochen.
Genauso wichtig und wirklich im selben Gedankenzug mitzudenken, ist das Volumen und die ökonomische Diskriminierung mehr oder weniger denselben Prinzipien unterliegen. Ob ich jetzt eine nicht ausreichende Kapazität in einem Netzknoten habe oder ein Volumenkontingent, das nicht ausreicht, um Musikstreaming ordentlich zu betreiben, die Mechanismen und die gesetzlichen Fragestellungen sind dieselben. Schönes Beispiel dafür in den Niederlanden, ich finde die Erfahrung dort durchaus wertvoll, auch für die gesamte Debatte. KPN Mobile hat über Nacht die Volumenbandbreiten, also die Volumenkontingente aller seiner Nutzer verdoppelt, weil es ihnen nicht möglich war, ihren eigenen TV-Dienst zu zero-raten. Das heißt, weil es ihnen nicht möglich war, ihrem eigenen vertikal integrierten Produkt einen Vorteil im eigenen Netz zu verschaffen, haben sie über Nacht die Bandbreiten aller Nutzer verdoppelt, um selbst einen guten Dienst anbieten zu können, aber natürlich damit auch allen anderen Videostreaming-Anbietern die Möglichkeit eröffnet, den eigenen Kunden ein ordentliches Angebot zu stellen. Um zum Abschluss zu kommen, die Marktsituation in Europa ist desaströs. Wir haben vertikale Integration mehr oder weniger in allen Ländern. Wir haben eine internationale Debatte, die nicht auf Europa wartet. Und wir haben auch Aussagen von Mark Zuckerberg, dass Internet.org, der Walled Garden von Facebook, zukünftig auch nach Europa kommen soll. Und da eröffnet sich nochmal die gesellschaftspolitische Frage, ob wir so ein Internet für Arme, in dem es keine Wahlfreiheit und keine Privatheit mehr gibt, wirklich in Europa haben wollen. Sogar der Vorschlag der EU-Kommission hätte übrigens Internet.org verboten, aber ohne eine gesetzliche Regelung, da stimme ich sogar Herrn Rohli dazu, kann der Markt sich halt austoben und ich glaube nicht, dass er verunsichert ist. Wir brauchen eine ordentliche Festschreibung von Netzneutralität in Europa, ansonsten droht uns für wahrscheinlich eine Dekade nach hinten zurückgeworfen zu werden und ich glaube, das können wir uns weder wirtschaftlich noch gesellschaftlich leisten. Vielen Dank. Danke, Herr Lohninger und Dr. Rohleder, ich beziehe um Ihr abschließendes Statement. Danke. Ganz im Sinne des meines Vorredners, Herrn Lohninger, will ich auf Taliban-Vergleiche verzichten und gerne mich bemühen, zur Versachlichung der Debatte beizutragen, nochmal an die Ziele erinnern, die wir haben bei der Internetpolitik. Beste Leistung, niedrigster Preis und das für alle. Und die Frage ist, wie kriegen wir dieses Ziel am schnellsten umgesetzt? Und aus unserer Sicht ist der Schlüssel dazu ein beschleunigter Netzausbau in den Städten, aber auch in der Fläche. Ein Schlüssel dazu sind konkurrierende, im Wettbewerb befindliche Netzinfrastrukturen. Die haben wir heute schon und von denen brauchen wir in Zukunft noch viel mehr. Und die kriegen wir dann umso schneller, je weniger wir die unternehmerische Freiheit der Netzbetreiber und der investierenden Unternehmen beschneiden und dabei gleichzeitig vor Diskriminierung schützen, und zwar sowohl Privatverbraucher als auch Unternehmen, die auf diese Netze gehen. Aus unserer Sicht ist das Problem ein Phantom. Und Probleme, die es nicht gibt, müssen wir auch nicht lösen. Wir sind sehr zufrieden mit der rechtlichen Situation, die wir in Deutschland und Europa derzeit haben und meinen, wir brauchen sie auch nicht zu ändern. Vielen Dank. Danke, Dr. Rohleder. Und Herr Dr. Eschweiler, Sie haben das vorletzte Wort. Ja, wir brauchen Wettbewerb, mehr Wettbewerb auf den Breitbandmärkten. Wir brauchen einen stärkeren Ausbau. Daran arbeiten wir. Daran erinnert auch die digitale Agenda der Bundesregierung, die wir umsetzen werden. Wir brauchen aber auch eine ausgewogene Lösung zur Netzneutralität auf der europäischen Ebene. Wir müssen Handlungsfähigkeit zeigen. Die Vorschläge dazu liegen jetzt auf dem Tisch. Der deutsche Ansatz eröffnet durchaus Perspektiven im Trilog, Kompromissmöglichkeiten auszulösen und auszuloten. Es ist wichtig, dass die Diskussion beendet wird jetzt auf europäischer Ebene 2015 und da stimme ich den Vorrednern zu. Es macht wenig Sinn, die Diskussion zu verschieben auf EU-Ebene, dass wir das ganze Feld in den neuen Rechtsrahmen 2016, 2017 packen und das würde im Prinzip aufgrund der hohen politischen Kontroverse dann zur Netzneutralität die Gesamtverabschiedung eines neuen Rechtsrahmens auf europäischer Ebene mindestens um 1 bis 1,5 Jahre verschieben. Also insofern Handlungsfähigkeit zeigen und jetzt auf europäischer Ebene das Problem Netzneutralität lösen. Vielen Dank. Ja, ich bedanke mich bei Ihnen. Wir sind mit den Ausführungen am Ende der Debatte. Ich glaube, es war wieder eine sehr interessante Debatte, bei dem Thema auch gar nicht anders zu erwarten. Ob es jetzt unbedingt ganz, ganz neue Erkenntnisse gibt, das muss man sehen bei der Auswertung auch der schriftlichen Statements.
Ich finde, es hat sich gelohnt, dass wir noch einmal dieses Thema aufgesetzt haben. Ich bedanke mich bei den Sachverständigen ganz herzlich für die Ausführungen und ihre Statements. Ich bedanke mich natürlich auch bei den Zuhörern hier und diejenigen, die den Livestream verfolgt haben. Ich bedanke mich bei der Technik, die dafür gesorgt haben, dass das auch alles stattfinden kann. Ich bedanke mich bei den Damen in der engen Kabine, die dann auch ihre Arbeit machen mussten und gemacht haben, sehr erfolgreich. Und ich beende die Sitzung und wünsche allen einen sehr, sehr angenehmen Abend und kommen Sie alle gut nach Hause. Vielen Dank.